Jo, anscheinend funktioniert das Ganze hier. Huhu und herzlich willkommen beim Quali zu einer neuen Runde Call of Cthulhu. Wir spielen heute eine Runde des ultimativ neuen Grusel-RPGs Cthulhu. Was nicht heißen muss, dass unbedingt Cthulhu vorkommt, wie das so bei mir halt ist. Egal. Das ist schon der zweite Teil. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, dann schaut doch mal auf YouTube. Den Link gibt es auf meinem Kanal hier auch. Da könnt ihr den ersten Teil noch nachgucken. Und mit mir dabei sind heute zwei Leute mit Kamera und zwei Leute ohne. Fangen wir unten mit den Leuten ohne Kamera an. Das ist einmal die Sera als Victoria Masters. Hallo Sera. Hallöchen. Hallo. Und einmal der gute Joe oder Tigron, wie auch immer er gerne genannt werden möchte, als Jesse Williams. Ja, gib mir meinen Kautabak. Ja, später vielleicht. Dann den guten Barkeeper Ben Thomas, der wird gespielt von Enigmon. Und wenn die Bar ist eröffnet, Whisky. Ja, und irgendwie kriege ich jetzt... Ah, da ist er auch. Hallo, Enigmon. Und last but not least, der etwas schrullige Schmied Al Brown, gespielt vom Mischka. Ei, Gude, und herzlich willkommen bei Kusuali Vertagen. Genau, da ist er. Und ja, wir konnten uns nicht genau einigen, wer denn heute das Resümee machen darf, kann, soll, muss. Und haben entschieden, dass... alle so ein bisschen zusammen schauen, dass sie das, was beim letzten Mal passiert, ist ja schon jetzt irgendwie eine Weile her, dass sie es alle ein bisschen zusammen auf die Kette kriegen. Könnt ihr euch denn noch erinnern, wen ihr überhaupt gespielt habt? Was ihr macht, wo ihr gerade seid? Ich gebe euch einen Tipp, ihr seid ungefähr in einer Zeit des Wilden Westens unterwegs, in einer kleinen Stadt in New Mexico, die jedes Klischee eines Western erfüllt. An irgendeiner Ecke wird es dieses Klischee geben in dieser kleinen Stadt. Und ihr seid Einwohner dieser Stadt. Aber irgendwas stimmt halt nicht mit der Stadt. Das wusstet ihr schon immer. Jeder von euch hat Theorien, was hier nicht so richtig läuft. Aber zusätzlich zu diesem Zeug, was ihr euch da in eurem Fantasie ausgemalt habt, zum Beispiel, dass der Zug immer zu spät kommt oder dieser komische... Mensch, der irgendwie immer auf dem Friedhof rumlungert. Ja. Oder die komischen Leute, diese prüden Vibesbilder, wie sie genannt wurden, ja, die immer versuchen, anderen Leuten den Spaß zu verderben. Und was hatte Jesse nochmal als Es war einfach. Es war so einfach. Ja. Ist doch ganz klar, der Bankdirektor, der Bankdirektor, der grundsätzlich immer in der Pause ist. Mittagspause war, das ist komisch. Genau, ich erinnere mich, der Bankdirektor, der immer in der Pause war, wenn du gerade was einzahlen möchtest auf der Bank. Ja. Genau so. Ja. Und dann ist aber irgendwas anderes noch passiert, was vielleicht was mit den Sachen zu tun hat, aber vielleicht auch nicht. Mag wer irgendwie sich erinnern? Genau. Also ich würde mal anfangen. Also ich bin Al oder der Schmied, aber meistens einfach nur Al. Ich bin eines schönen Abends nach getaner Arbeit in den Saloon gegangen, um mir bei dem guten Ben einen Whisky zu holen. Und natürlich, wie könnte es auch anders sein, der reizenden Vicky bei ihrer Vorführung zuzusehen. Als ein Gast, ein Greenhorn, an der Theke ausgeflippt ist, nach draußen gerannt ist und um sich geschossen hat. Dort haben wir gesehen, dass er gegenüber beim Krämerladen, was glaube ich, einen aus der Stadt niedergeschossen hat, weil mir der Name entfallen ist. Den noch jemand weiß. Krämer, ich muss hier meine Aufzeichnung auch gerade nicht da. Ja, der ist tot. Einen Bekannten niedergeschossen hat und den haben wir dann in die Zellen zum Sheriff verfrachtet. Und nächsten Morgen, als wir nochmal zum Sheriff gehen wollten, um mit ihm zu sprechen,
wusste weder er noch sein Deputy Sancho, auf jeden Fall einer, der immer betrunken ist, nichts mehr von dem Eingekerkerten. Und auch der Erschossene war wieder lebendig. Seltsamerweise. So, jetzt müsst ihr mir helfen, weil ich nicht jetzt gerade die Verbindung nicht finde zu dem Zimmer von Victoria und den Zeitungen. Du hast dann noch in der Zelle gefunden ein Foto. Mhm. Der Typ war ja weg. Genau, und auf dem Foto war der Typ irgendwie drauf in einer total seltsamen Stadt aus Gebäuden, die wir so noch nicht gesehen haben. Genau. Ja. Irgendwie mitten vor Leuten und so, da war noch eine Frau in sehr seltsamen Outfits zu sehen zu gewesen. Das Foto war in Farbe. Das Foto war in Farbe, ganz genau. Total also strange. Das war so dünn, glatten Papier. Mhm. Und dann haben wir uns, glaube ich, dann irgendwie auf der Straße getroffen, weil wir alle, also zumindest Vicky und wir beide, uns die Einschlusslöcher anschauen wollten. Ja, genau. Dann sind wir in den Salon gegangen, um halt uns die Zeitung des Tages anzuschauen. Und dabei okay. hatte sie dann halt den Flashback mit den Zeitungen hinter den Dielenbrettern. Genau. Kann sie ja vielleicht selber erzählen, was sie da gesehen hat. Ganz schlimme Sachen. Nein, also ich wusste zuallererst mal, dass ich in meinem Zimmer unter den Dielenbrettern Zeitungen versteckt habe und die bin ich dann holen gegangen und habe die nacheinander durchgegangen. Es waren halt Zeitungen der vergangenen Monate, die ja immer ja irgendwelche Nachrichten ja, veröffentlicht haben, die wir so gar nicht kannten. Und dann standen da Notizen dabei, die mich dann eben auch haben ja, ein Flashback erleben lassen, in dem ich erlebt habe, dass ich weiß, alle sind gestorben in der Stadt, alle wurden erschossen oder irgendwie anders umgebracht. Und auch ich hatte eine große blutende Wunde und deswegen auch Blutflecken auf der Zeitung, weil ich die da irgendwie dann gerade versteckt habe. Und das habe ich den anderen mitgeteilt und dann hatten sie ebenfalls Flashbacks, als sie auf die Zeitungen geguckt haben. Genau, so war es. Und ja, Jesse hatte das ja auch mitbekommen, wie der Krämer erschossen wurde und hat am nächsten Tag aber den lebenden Krämer wieder gesehen. Ne? Genau, Jesse hat den lebenden Krämer gesehen und ist ihm hinterhergeritten, ganz klar, wurde dann von dem sexuellen Weibstück, was hier teilnimmt, Victoria, irgendwann abgefangen und mitgeschliffen. Aber vorher, ich weiß gar nicht, ob er vorher oder hinterher, irgendeinen kleinen Blach die Puppe abgenommen hat. Die Puppe war aber irgendwie nicht so interessant und deswegen hat er sie in den Stall gepfeffert, wo die Puppe dann irgendwann auch noch lag und die anderen wollten unbedingt, weil sie anscheinend Puppenfetischisten sind, die Puppe sehen. Und so habe ich sie dann zur Puppe geführt, die immer noch im Stall lag, die aus einem ziemlich komischen Material dann auch war. Ja, du hast den Krämer übrigens auch erwischt, falls du dich nicht mehr erinnerst, und hast ihn irgendwie am Schlawittchen quer durch die Stadt gezogen zum Saloon rüber. Daran kann ich mich noch lebhaft erinnern, wie er sich gewehrt hat, aber du warst einfach, du bist Jesse Williams, ja. Wenn, ja. Wenn du willst, dass jemand am Schlawittchen hinter dir hergezogen wird, dann passiert das auch. Es sei denn, Victoria hat da was gegen. Definitiv. Ja. Oder Ben, wenn er dir dann sagt, dass du keinen Alkohol mehr kriegst. Egal. Das steht auf einem anderen Blatt. Ja, und ganz wichtig ist noch, dass ihr alle auch einen Traum hattet. Das ist ganz eng verbunden mit der Puppe. Könnt ihr euch an den Traum noch erinnern? In dem ihr nackig in einem dunklen Raum saßt. Jesse Williams träumt nicht. Ein Traum. Ja, da war irgendwie so ein weiß gekleideter Mann. Ja.
Genau. Und da meintet ihr, wir sollten nicht so eine Anstalten machen und uns nicht dagegen wehren? Mhm. Ja, der hat durch. Ich weiß noch irgendwas mit einem Hocker. Ich saß auf so einem komischen Hocker. Genau, der fühlte sich so ganz komisch an vom Material. Das war auf jeden Fall nicht so ein Holzhocker, wie man ihn kennt. Und auch kein gepolsterter Hocker. Das war irgendwie ein ganz merkwürdiges Material. Was ihr noch nicht richtig kennt. Irgendwie glatt und kalt. Und diese Gestalt mit dem weißen Overall und dem merkwürdigen Helm auf hat euch merkwürdige Fragen gestellt und hat komische Sätze benutzt und irgendwie war alles ganz verwirrend, bis ihr dann aufgewacht seid. Ja, und dieses Kind, was den Jesse auch schon vorher mal belästigt hat, mitten auf der Straße, ne, zum Beispiel, und Ben ist dem Kind ja auch begegnet, ne, zum Beispiel ist Ben ja auch von dem Kind angesprochen und angefasst worden, so im Gesicht getätschelt worden. Und das Kind fragte den Ben dann auch, oh, bist du wirklich ein Echter? Bist du wirklich echt? Und guckte dann mit großen Augen den Schwarzen an, der da mitten auf der Straße hockt und eigentlich dem Kind nur einen Bonbon geben wollte, glaube ich. Ne? Genau, denn das Kind wäre fast niedergeritten worden. Von Jesse. Von unserem Rowdy hier, ja. Der sich um Kinder ja nicht kümmert. Was steht da doch im Weg rum, also ganz ehrlich. Ja, und dann hat Jesse dem Kind auch noch die Puppe abgenommen und in den Stall gepfeffert. Die Puppe sieht merkwürdigerweise aber genauso aus wie die Figur, die ihr aus dem Traum kennt. Also weißer Overall, merkwürdiger Helm, gleiche Form. Ja, sehr merkwürdig alles das. So, und dann seid ihr auf dem Weg, nachdem ihr mitgekriegt habt, dass der Jesse hat euch das irgendwie erzählt, glaube ich, dass er dieses Kind da getroffen hatte mit der Puppe. Und dann ist Elle aufgefallen auf der Straße. Was ist dir aufgefallen? Auf dem Weg? Ach so, genau. Dass der ein Reiter, jeden Tag vom Pferd in eine Pfütze fällt und davor jeden Tag ein anderes Greenhorn steht. Und er hat halt dann auch zur Gruppe abgewandt von dem Reiter gesagt, Achtung, jetzt fällt er. Und ja, ist dann runtergefallen. Genau, das hast du schon du hattest das Gefühl, das schon etliche Male gesehen zu haben und dann wie so ein Déjà-vu, ja, jetzt fällt der Reiter bestimmt und zack, wirklich ist er vom Pferd gefallen. Und immer genau in dem Augenblick, als gerade ein neues Greenhorn, das mit dem Zug angekommen ist, die Straße langläuft. Ja, ganz eigenartig. So. Nun seid ihr jetzt da auf der Straße und habt dem Hellseher L gelauscht, eigentlich auf dem Weg zur Scheune. Und was nun? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir eventuell schlauer werden, wenn wir so einem Greenhorn mal auf den Zahn fühlen. Ich kann dir da nur zustimmen. Dann. In diesem Augenblick hilft dieses Greenhorn gerade dem Typen, der vom Pferd gefallen ist, auf. Na, fürchterlich und so. Ich denke, da haben wir mit Jesse auch den richtigen dabei, der einem so richtig auf den Zahn fühlen kann. Ja, nein. Ach, du meinst eine andere Art von auf den Zahn fühlen? Vielleicht erstmal nett nachfragen, danach können wir dann, guck zu Jesse rüber, Jessys Methoden anwenden. Meine Methoden sind aber die besten Methoden. Habe ich mir fast gedacht. Ja. Würde Al losstapfen in Richtung des Greenhorns? Howdy, Mann! Ja, zuckt erst ein bisschen erschrocken so zusammen und dann. Entschuldigung! Howdy! Und versucht dabei total männlich und stark zu klingen und bäumt sich so ein bisschen auf. Ah, sie haben dem armen Kerl, der hat mir schnell geholfen, wie er vom Herd gefallen ist, seinen Schein ein guter Bursche zu sein. Ja. Sagen Sie mal, was treibt Sie eigentlich nach Lazy Town? Sie sehen mir nicht so aus wie so ein verrückter Goldschürfer. Das Abenteuer. Welches Abenteuer erwarten Sie? Hier die Weiten des unentdeckten Landes, die Steppe, die Prärie. Soll es Gold geben und Frauen, und guckt so in Richtung Victoria. Ja, Victoria würde sich daraufhin auch so ein bisschen an ihn schmiegen und mit dem Finger über seine Wange fahren.
Für starke, mutige Männer wie dich gibt es hier immer Frauen. Seht ihr, genau das meine ich. Er grinst und... Und, was machst du mit Frauen wie mir in an Orten wie diesem? Da wird so ein bisschen rot im Gesicht und so. Er ist auch so ein bisschen untersetzter. Irgendwie. Ja. Wir könnten ja eintrinken gehen. Oh, ich befürchte, die Bar hat leider noch nicht offen. Oh, Victoria, meinst du nicht, da können wir eine Ausnahme mal machen? Ich meine, wenn uns schon so Fremde besuchen, das kommt ja nicht jeden Tag vor, ne? Ja, cool, das wäre richtig, richtig nett. Ich war noch nie in einem Saloon. Dann fühl dich eingeladen, mein junger Freund. Und vielleicht verrätst du mir auch noch deinen Namen, du Süßer? Dan heiße ich, Dan. Dan? Na dann, folg mir mal, Dan. Und sie streicht ihn noch einmal so über die Wange und geht dann mit schwingenden Hüften voran. Ja, ich sag nur kurz meinem Kumpel Bescheid. Natürlich. Leon! Ich hab hier was. Läuft dann die Straße runter und auf der anderen Seite ist irgendwie auch einer von den Greenhorns irgendwie gerade beim an einem Stall, wo jemand ist, der so Pferde verleiht. Und spricht gerade mit dem Pferdeverleiher und dann guckt sich so. Sagt mal, wenn das Greenhorn hierher kommt, um Abenteuer zu erleben, also hier ein Leben aufzubauen, dafür hat er ziemlich wenig Gepäck dabei, oder? Ich schätze, und sie flüstert ihm so leise zu, wir sollten es mal mit ein bisschen oder vielleicht ein bisschen mehr Alkohol probieren. Vielleicht kriegen wir dann mehr aus ihm raus. Was immer du sagst, Süße. Vielleicht sollte das einfach mal mit einem bisschen mehr Gewalt probieren. Dann kriegt man erst recht was aus ihm raus. Ja, später. Genau. Erst einmal lassen wir den Alkohol fließen und Victoria ihre Reize. Das wird bestimmt klappen. Ja, schau den Band so an. Jetzt ja zwei und nicht einer, ne? Sind ja nicht alle immun gegen meine Reize. Und sie zieht so die Augenbraue hoch und schaut vorwurfsvoll Richtung Jesse. Welche Reize? Der ist einfach nur hohl in der Birne. Und dann kommt dieser Dan wieder angewatschelt mit einem ziemlich watscheligen Schritt. Man sieht irgendwie, er fühlt sich relativ unwohl in diesen Cowboy-Stiefeln, die er trägt. Sind auch irgendwie noch nicht richtig eingelaufen oder so. Dann, kann mein Kumpel mitkommen? Oh, zwei Männer sind immer besser als einer. Er guckt so, macht große Augen. Nee, da gibt's auch bestimmt noch mehr Frauen, oder nicht? Natürlich gibt es noch mehr Frauen, aber keine ist so wie ich. Ich hab dich zuerst gesehen. Das solltest du wohl besser mit deinem Freund klären. Mach ich. Wir treffen uns im Saloon. Alles klar, dann bis gleich, mein Saloon. Zieht sich noch einmal so die Hose ein bisschen zurecht und guckt, ob sein Revolver auch noch an der Seite setzt. Dann bald läuft er zurück. Ja, dann würde ich halt zu meinen Kumpanen so gucken und sagen, wir warten wohl im Saloon auf ihn. Und geht dann Richtung Saloon. Ja, dann läuft er zurück und ihr könnt noch aus dem Augenwinkel sehen, wie die beiden sich streiten. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir sie aus der Ferne beobachten sollten. Ich würde gern wissen, was sie in der Zwischenzeit tun. Nun, ich glaube, es wäre etwas zu auffällig, wenn ich hier warten würde. Vielleicht ist einer von euch und der Rest kommt mit. Ich muss ja auch mit hinter die Bar, ne? Ja, Jesse, vielleicht kommst du mit. Oh, und ich dachte, ich dürfte jetzt beobachten, das wäre viel toller gewesen. Du willst doch bestimmt mit in die Bar. Nochmal bitte? Du willst doch bestimmt mit in die Bar. Ich beobachte die beiden Greenhorns. Lasst ein Schießeisen, wo es ist, Mann. Wir brauchen Informationen, keine Leichen. Du kennst mich doch. Eben, deswegen sage ich's ja. Ja.
das Motto des Jesse Williams wird irgendwann in die Geschichte eingehen. Erst schießen, dann fragen. Definitiv. Der erste richtige Amerikaner sein. Ja. Na gut, dann stapfe ich auch mal in die Bar, aber bleib am Fenster stehen, guck so hinterm Vorhang auf die Straße Richtung den Typen und auch Richtung Jesse. Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Ja, Victoria setzt sich an die Bar, schwingt die Beine so übereinander und zuppelt mal in ihrem Ausschnitt rum, sodass es alles auch nach einladender Ware aussieht. Ja. Über dem Klavier ist Fuzzi übrigens eingeschlafen. Schnarcht vor sich hin. Ach, das in der Bar. Mhm. Dann stupst ihn das mal an. Ey, Fuzzi. Das hast du auch schon öfter gesehen, dass der hier irgendwie, der scheint hier zu wohnen irgendwie oder hat kein richtiges Zuhause oder so. Oder will nicht zu seiner Frau zurück oder im Fall pennt er hier öfter vor dem Klavier. Vielleicht hat er eine von denen aus dem Club. Also ja, ihr habt sie noch nie gesehen, seine Frau, aber erzählt immer davon. Ja, die Fremde und so, ne? Ey, Fuzzi, kannst gleich eine Sondervorstellung geben. Ist schon soweit. Wo ist mein Kaffee? Nee, Sonderpost. Wo ist mein Kaffee? Ja, kriegst du gleich. Ohne Kaffee kein Klavier. Kaffee kommt gleich. Ich habe mich scheiße geschlafen. Solltest du vielleicht mal in deinem Bett schlafen, Wutzi? Ja, du hast recht, vielleicht. Was ist denn noch so ein Abdruck so am Kopf von den Tasten? Nächstes Mal musst du vielleicht zumindest das Klavier zuklappen. Dann greift zu der Whiskyflasche, die oben auf dem Klavier steht, zieht den letzten kleinen Rest, der dann noch da drin ist, einmal durch und gurgelt damit und spült sich so die Zähne damit aus, spuckt das dann offen irgendwo ins Freie. So, ich mach mich erstmal frisch. Ja. Ja, mach das. Dann also beim Rausgehen macht er so mit dem Stiefel ein bisschen. Ja. Und Al beobachtet weiterhin die beiden Greenhorns. Der Jesse beobachtet ja direkt, ich beobachte aus von dem Saloon aus, vom Fenster die Straße. Wenn die Greenhorns da zu sehen sind, umso besser. Aber erster Standpunkt ist natürlich Jesse beobachten, sobald er einen Colt in der Hand hat, würde ich dazwischen gehen. Okay, Jesse beobachtet die Greenhorns und du beobachtest das Jesse, alles klar. Gut. Ja. Dann wird Jesse auf jeden Fall beobachten können, wie sich die beiden erstmal total lange streiten. Möchtest du näher rangehen, um zu hören, worüber sie sprechen, oder möchtest du in gutem Beobachtungsabstand warten? Nö, ich gehe definitiv näher ran. Okay. Dann beschreib mir doch eben mal, wie versuchst du denn unauffällig zu bleiben? Erstmal muss ich wissen, wie sieht die Szene gerade aus? Also, ja, die stehen halt vor diesem Stall, wo halt Pferde vermietet werden. Okay. Und ja, der eine hat da gerade mit dem Besitzer irgendwie gesprochen, irgendwie wahrscheinlich ein Pferd ausleihen oder mehrere Pferde. Und ja, und jetzt diskutieren die beiden halt vor dem Stall irgendwie. Sonst doch geschäftiges Treiben auf der Straße. Ein Karren fährt irgendwie durch die Gegend und ja, mehrere Frauen, die irgendwie Sachen durch die Gegend tragen und auch Männer, die irgendwie teilweise auf den Veranden sitzen, teilweise aber auch ihrem Tagwerk nachgehen. Das ist ja... Eigentlich wie immer, es ist ziemlich viel los auf der Straße. Genau, dann mische ich mich einfach unter die Leute und gehe halt in die Richtung, ganz normal. Okay. Und dann kommst du irgendwann an einem Stall vorbei und dann hörst du dann so Gesprächsfetzen wie, hab sie zuerst gesehen und ach was, das ist allen, das ist doch, nee, das ist nix, lass das bleiben, das ist voll langweilig und nein, ich fand das gut, So was hörst du. Und dann müsstest du halt weiter wieder weggehen, weil du dich ja auf der Straße halt dem Straßengeschwindigkeit anpasst. Und dann bist du auch schon wieder außer Hörreichweite. Dann gehe ich mal, die stehen vor dem Stall, ist richtig, ne? Mhm, ja. Ja, dann gehe ich einmal um den Stall rum. Ja.
so, dass ich dann auf der Rückseite, also nicht auf der Rückseite des Stalls, sondern auf der anderen Seite quasi mich hinstellen kann, ohne gesehen zu werden. Ja, um weiter dem Gespräch zu folgen. Der Stall ist relativ groß, ne? Also willst du dann irgendwie an der Ecke oder was warten oder so? Genau, also quasi um die Ecke drum. Okay. Ja, dann kriegst du irgendwie mit, dass die sich halt nicht einig sind. Der eine möchte halt jetzt unbedingt zum Saloon, weil er ja diese tolle Frau kennengelernt hat. Und ja, da gibt es noch mehr Frauen und bla und blub, erzählt er alles, ganz aufgeregt. Und der andere, dem ist, ja, das habe ich schon 1000 Mal gemacht, das ist voll langweilig. Und das Saloon, und nee, komm. Voll doof. Und ich will lieber hier mit, lass doch lieber rausreiten mit den Pferden und so. Darum geht's die ganze Zeit. Sie werden sich irgendwie nicht einig, richtig. Und ja, sie diskutieren eine ganze Zeit lang und dann sagen, ja, na gut, dann gehe ich halt mit in den Saloon, kann ich wenigstens ein bisschen Karten spielen. Aber dann machen wir das morgen. So, ja, ist schon morgen, okay, alles klar. Dann besorg du das Hotelzimmer. Und dann trennen die beiden sich und der etwas untersetztere Dan wird dann Richtung Hotel, das du ja auch schon kennst, unterwegs sein. Während der andere sich noch weiter um Pferde kümmert. Okay. Dann ja, schlendere ich zurück zum Saloon. Mhm. Ja, öffne den Saloon, also die Schwingtür des Saloons und genau, tritt ja ein. Hat Ben ja alles schon aufgemacht. Ja. Die beiden sind sich irgendwie nicht ganz einig. Der eine will, der andere will nicht. Anscheinend bist du doch nicht so heiß, wie du dachtest. Was ist nur, kommen sie oder bist du nur hergekommen, um dumme Sprüche zu reißen? Ja, sie werden gleich hier aufschlagen. Aber irgendwie ist das komisch. Ja, dann hänge ich mich mal unauffällig an die Theke und... Natürlich ist es komisch, wenn der nicht zu mir will. Ja, was meinst du genau mit komisch? Naja, es klang so, als wenn sie sich hier nur ein paar Tage aufhalten wollen und nicht niederlassen. Ich verstehe das nicht. Der eine meinte, ja, okay, dann gehen wir halt in den Saloon. Aber nur, wenn wir morgen dann ausreiten. Hey, wenn ich hier lebe, reite ich jeden Tag aus, wenn ich das will. Mhm. Wir haben ja jeden Tag auch neue Neuankömmlinge. Ja. Das ist ja, als würde jeden Tag die Welt den gleichen Zustand wieder haben, nur mit anderen neuen Leuten. Nur, dass wir uns jetzt eben ändern. Wenn du darüber nachdenkst, jetzt so, du kennst halt ganz viele Leute aus dem Städtchen, aber so richtig, einen von den Neulingen von gestern, die du gesehen hast, das war irgendwie, oder von vorgestern. Nee, irgendwie niedergelassen hat sich hier keiner. Und je länger du drüber nachdenkst, desto mehr Kopfschmerzen bekommst du, Ben. Boah, das macht Kopfschmerzen, darüber nachzudenken, über diese Neulinge. Ach. Ist denn noch jemand von denen, die wir gestern gesehen haben, hier? Ja klar, du bist noch hier, ist doch ganz logisch. Ich rede von den Greenhorn, du Dachleiste. Ich kann mich nicht erinnern. Ich gehe mal davon aus, dass ja auch oft Greenhorns zu mir kommen, oder? Ja, öfter mal. Ja. Immer abwechselnd. Und die habe ich auch nie irgendwie wiedergesehen, oder? Ja, jetzt, wo du versuchst, auch drüber nachzudenken, so, und es tut halt echt weh, darüber nachzudenken. So im Kopf, als du irgendwie versuchst, da so krampfhaft dich dran zu erinnern, ob du einen Stammkunden gewonnen hast oder so, oder wo der sich niedergelassen hat oder sonst irgendwas, aber es tut echt weh, sich daran zu erinnern. So, als ob, ob sich irgendwas in dir sträuben würde, sich an diese Sachen zu erinnern. Und, Das ist doch nicht normal. Ich habe noch nie. Und jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt und von Frauen halten, was ihr wollt, aber ich habe noch nie beim Nachdenken Kopfschmerzen bekommen. Also warum bitte jetzt? Und sie greift sich an den Kopf. Das ist... Also wenn dieser Traum, den wir hatten... Sagen wir mal, da wäre
wirklich geschehen, dann haben die uns vielleicht irgendwie so ein Mittel gegeben, dass wir uns nicht ändern sollen. Ach Ben, du spinnst doch. Welches Mittel sollte denn, außer vielleicht Whisky, mich dazu bringen, mich nicht mehr zu erinnern? Noch mehr Whisky. Ja, das würde eventuell deine Kopfschmerzen erklären. Vielleicht irgendwie, ach was weiß ich, es gibt doch immer irgendwelche Kräuter oder Sachen, die sowas machen können. Ich habe da schon viel gehört. Das mag sein, aber ich habe keine Kräuter zu mir genommen, außer eventuell meinen Kautabak. Und wenn dir da einer was reingemischt hat? Wie soll er das denn machen? Keine Ahnung, ich war's ja nicht. Während ich schlafe, keiner kommt an meinen Kautabak, ohne eine Kugel sich zu fangen. Jesse, wenn du so überlegst, und auch das tut tierisch weh, sich das jetzt so zu überlegen, wo wohnst du eigentlich? Ich krieg Kopfschmerzen, Leute. Ben, lass mal einen Whisky rüber, Max. Na klar. Ich schenke ihm ein Glas ein und schieb's ihm über die Theke rüber. Wobei, sag mal, wo wohnst du eigentlich? Na, hier oben. Bist du Al? Ach so, Al. Das hab ich auch gerade gemeint. Ich wohne natürlich in der Schmiede. Natürlich, in der Schmiede. Ja. Schmied wohnt in der Schmiede. Sag mal, Jesse. Ja. Worüber hast du gerade nachgedacht, als du Kopfschmerzen bekommen hast? Ja, ich glaube, dass du denken kannst und bitte verrate es mir. Ich habe überlegt, wo ich wohne. Okay. Jetzt, okay. Wo er es ausspricht und ihr überlegt, wo wohnt er eigentlich? Und auch das tut weh. Keine Ahnung, hast du noch nie erzählt. Und das können alle mal geistige Stabilität machen, jetzt wo sie so viel nachdenken. Und ich würde dann mal im Anschluss darüber nachdenken, was ich gestern so getan habe. Mhm. Und was ich vorgestern getan habe und wie sich das unterscheidet von dem, was ich heute geplant habe zu tun. Mhm. Ich warte mal eben die Proben ab. Den Wurf habe ich geschafft. Sehr gut. Ja, dann ist alles in Ordnung. Boah, so voll daneben. Ich habe es auch nicht geschafft. Okay, Ben verliert 3 Punkte und Victoria verliert 1. Ja, knüpfen wir gleich da wieder an, wo wir aufgehört haben. Und die es geschafft haben, verlieren halt keinen. Ja. Es kann doch nicht sein. Du musst doch einen Wohnort haben, Jesse. Naja, ich bin immer bei meinen Eltern auf der Ranch. Also von daher, vielleicht wohne ich ja da. Vielleicht sollte ich mal hinreiten. Vielleicht sollte ich mal nachgucken, wie es meinen Alten geht. Ja, wenn ihr euch jetzt überlegt, also ihr habt Jesse immer im Saloon oder auf der Straße oder sonst irgendwo gesehen, aber wirklich irgendwie... Oder in der Kirche habt ihr Erinnerungen dran, dass ihr den mal da gesehen habt, halt zum Gottesdienst und so, aber muss halt jeder dahin, ist gesellschaftlich enorm zu dieser Zeit noch. Aber ja. Selbst die Bösen gehen da noch hin. Ja. Aber so richtig irgendwie zu Hause, irgendwie ein Haus oder eine Ranch, wie gesagt, die Ranch seiner Eltern, davon hat er schon öfters erzählt, da könnt ihr euch auch dran erinnern, aber wo ist diese Ranch? Irgendwie weit draußen in der Steppe, irgendwie in der Prairie oder so? Vielleicht müsste man immer nachgucken gehen, ja. Würdest du denn den Weg zu deiner Ranch finden? Ja, man meint, ich bin doof oder was? Natürlich, immer gen Sonnenuntergang. Und mittags?
auch gen Sonnenuntergang. Aha. Ich weiß doch, wo die Sonne untergeht. Auch wenn sie mittags vielleicht oben am Himmelsgedöns steht. Also gen Westen, ich verstehe. Ja, gen Westen. Da, wo alles Gute ist, gen Westen. Go West. Mhm. Life is peaceful. Naja, auf jeden Fall. Never rains in California. Wild, Wild West. Kommt irgendjemand noch ein? Nein. Komm, Sere, du fehlst noch. Im Westen nichts Neues. Sehr gut. Perfekt. Perfekt. Ja. Also ich denke, wir sollten erstmal warten, bis die Greenhorns da sind und dann gehen wir nach meinen Alten mal gucken. Ja, und meine Überlegungen irgendwas genau, ergeben? Victoria hat ja überlegt, was sie gestern so gemacht hat. Und natürlich, die Ereignisse von gestern sind halt noch ziemlich präsent. Die Ermordung des Krämers und dass du halt Auftritt hattest und so. Und ja, und du erinnerst dich halt zurück irgendwie schon an so ein, ja, an das Leben einer Tänzerin halt. Du hast Auftritte, du sprichst mit Kunden und ja. Was spezifisch möchtest du denken, oder? Na, ich will halt wirklich drüber nachdenken, ob es immer dieselben Tagesabläufe sind, ob mir auch sowas auffällt, wie das mit dem Pferd, was ja dem Al aufgefallen ist, dass so Sachen im Saloon passieren, die immer wieder jeden Tag passiert sind und nur sich diese Greenhorns, sage ich mal, unterscheiden. Es ist schon immer ein bisschen anders, aber so der Tagesablauf, ja gut, es ist halt, ja, die Performance ändert sich halt manchmal, die du aufführst. Und es kommen immer andere Greenhorns, das stimmt schon. Immer irgendwie, es ist immer derselbe Tisch, wo gespielt wird. Irgendwie Ben tischt immer dieselben Drinks auf und so. Von daher könnte man schon von einem irgendwie geregelten Ablauf sprechen, aber das ist bis jetzt auch nie negativ aufgefallen. Ist halt ein Saloon. Da passiert halt nicht viel anderes. Ist halt das Geschäft, dass da immer dasselbe passiert, ne? Es kommen halt auch immer dieselben Leute, weil die wohnen halt hier da zu Besuch und hin und wieder halt Greenhorns dazu. Na, ich meine jetzt erst so Situationen, was weiß ich, dass immer eins der Mädchen an derselben Stelle stolpert oder sowas. Nee. Nee. Eigentlich nicht. Okay. Ach, das ist alles komisch. Ich weiß langsam schon echt nicht mehr, wo das hier noch hinführen soll. Ich überprüfe mein ganzes Leben und überdenke es und weiß doch nicht mal, wo das hinführen soll. Ja, du bist noch jung, Victoria. Du kannst ja noch eine Menge machen. Wenn du genug Geld hast. Darum geht es eher weniger. Ich will wissen, was hier los ist. Und was dieser Traum soll, den wir alle zugleich hatten. Und warum der Zug immer eine Minute später kommt. Und warum diese verdammten Weiber immer so langweilig sind. Ja, und warum der Bankdirektor immer in der Mittagspause ist, selbst wenn Jesse abends etwas zur Bank bringen möchte. Hat ja auch mittags Sonnenuntergang. Ja. Wenn ihr jetzt übrigens drüber nachdenkt, habt ihr den Bankdirektor noch nie gesehen. Ach, wir anderen auch nicht. Jetzt, wo er drüber nachdenkt. Er ist ja immer in der Mittagspause, wo auch immer er die verbringt. Ja, obwohl nicht im Salon. Bestimmt ist er immer bei diesen Weibern, bei diesen... Irgendwo müssen die ja ihre Mittel herkriegen, um ihre ganzen Feste und Wohltätigkeitssachen zu machen. Würfel mal einen Glückswurf, Victoria.
Geschafft. Jetzt, wo du das wieder so zusammenkombinierst, was du da gerade gesagt hast, merkst du an dir selber, an deinem Verhalten, dass du in so ein Muster zurückfällst, das du eigentlich immer hast. Das Muster fällt dir gerade auf. Dass ich mich immer über diese Frauen beschwere, oder was? Alles, egal was passiert, irgendwie in der, irgendwie um dich herum, du fällst dann immer in so ein bestimmtes Verhaltensmuster zurück. Alles sind diese Frauen schuld und so weiter. Und das fällt dir okay. Jetzt, wo du es gerade so ein bisschen kombinierst, weil du versuchst ja eigentlich gerade über was anderes nachzudenken und zack, jetzt ist, ist die Diskussion schon wieder abgeschwiffen auf was, was du kennst. Und dieses Muster. Ich glaube, also irgendwie habe ich diesen Drang, mich immer gleich zu verhalten. Vielleicht sollte ich einfach mal einen Tag lang mich komplett anders verhalten. Einfach anders. Das mache ich jetzt. Und dann passieren vielleicht auch andere Dinge. Und ich werde heute keinen verführen. Ich werde heute nicht singen. Das ist schwer, wenn jetzt gleich das Greenhorn kommt. Dann muss eben Jesse ran. Ich glaube nicht, dass das so gut klappen wird, Victoria. Ja, aber wir kommen einfach mit unseren normalen Verhaltensweisen nicht weiter. Ja gut, aber warten wir doch... Und ich merke einfach, ich merke es doch. Ich bin gerade schon wieder... Es ist so, wie als wäre ich wieder in die Spur gekommen. Und ich möchte nicht in die Spur kommen. Ich möchte herausfinden, was hier passiert. Und das läuft alles neben der Spur. Meinst du nicht, es wäre besser, wenn wir erst die Leute befragen und dann unser... Also, ich meine, so ohne Alkohol und ohne ein paar nette Blicke werden die wohl kaum reden. Aber ich finde, das war das allererste Mal, dass was Vernünftiges aus ihrem Mund gekommen ist. Wir sollten es einfach mir überlassen. Ja, und du versuchst sie dann zu überreden, oder wie? Und wir hauen drauf. Jesse, ich kann dir ja zeigen, wie man geschickt sein Bein einsetzt. Vielleicht, wenn eine Greenhornin ankommt. Bitte, das habe ich nicht verstanden. Vielleicht, wenn eine Greenhornin ankommt. Ja, das Blöde ist, wir haben ja zwei Männer eingeladen. Ja, dann musst du heute wohl mal wieder ran, Schätzchen. Außerdem hat doch Jess irgendwas gesagt, dass die auch spielen wollten. Da kann er ja ran. Stimmt. Wenn eins. Aber auch das wäre seine Schiene. Gut, ich mach das jetzt noch, aber wenn das durch ist, dann versuche ich es auf meine Art. Und meine Art heißt dann eben genau nicht meine Art. In diesem Augenblick ist im hinteren Teil des Saloons Fuzzi um die Ecke gekommen. Was? Victoria, hört auf! Ein Skandal! Oh mein Gott! Und sie geht mit schwingenden Hüften auf ihn zu und umgarnt ihn und... Ach nein, Fuzzi, nur für heute. Und auch erst nach der Vorstellung. Also eigentlich gar nicht. Immer mit der Ruhe. Gar nicht ist gut. Gar nicht ist gut. Ja. Dann geht er an den Tresen. Ben, den Lappen. Mhm. Ja, hier. Ja, und ja, du greifst wie mit geisterhafter Sicherheit unter den Tresen, wo du so ein, ja... ist nicht ganz sauber und er ist auch nicht wirklich dreckig, ist ein bisschen verfilzt, dieser Lappen irgendwie. Scheint wohl der Fuzzi-Lappen zu sein und er reißt ihm den Hörer und er geht dann zum Klavier und staubt das Klavier erstmal schön ab und versucht das halt in diesem etwas versifften Lappen sauber zu machen, das Klavier. Und anscheinend, das macht er auch jedes Mal, jeden Tag. Okay, ist hinter einem Tresen auch ein sauberer Lappen? Ja. Okay, Fuzzi, nimm doch mal den hier. Was? Nee, das ist mein Lappen. Ja, aber der hier ist sauber. Das ist der Klavierlappen. Okay, merken, am nächsten Tag andere Lappen geben. Ist wohl Fuzzi eingesteckt, oder was? Was meinst du, Al? Da ist wohl Fuzzi eingesteckt, oder was, in dem Lappen? Ey, das wäre eine gute Idee. Das wäre eine gute Idee. Ich gehe direkt mal zur Schneiderin rüber. Und die war wohl, da müsste ich den Fuzzi-Lappen erst. Nee, das. Oder doch?
Ich mache erstmal sauber. Dann würde ich mich rumdrehen zu Ben langsam und das wäre ja auch eine Änderung. Ich habe das Gefühl, dass es wesentlich mehr mit den Träumen zu tun hat, als wir denken. Ja, und unterhaltet euch so weiter und auf einmal hört man einen Schrei von der Straße, einen schrillen Frauenschrei. Dann nehme ich mir erst die Schrotflinte und laufe dann nach draußen. Ja. Ich würde direkt nach draußen laufen. Ja, eine von den anderen Tänzerinnen, die Jasmine, etwas exotischere Dame, also einen leichten Touch aus dem fernen Indien hat sie, kommt dabei sehr gut an bei den Gästen. Nicht so gut wie Victoria natürlich, kann auch bei weitem nicht so gut tanzen, aber immerhin trotzdem sehr beliebt bei den Gästen, wird gerade irgendwie von einem Mann quer über die Straße gejagt. Also sie läuft vor ihm weg, hat so den Hock ein bisschen hochgezogen und läuft irgendwie quer über die Straße und der Typ hält hinter ihr her. Jasmine, hier rüber! Ja. Scheint dich jetzt über den ganzen Trubel gar nicht so wahrzunehmen. Dann würde ich hinrennen zu ihr. Und ich schieße einmal in die Luft. Mit der Schrotflinte oder was? Ja, ja. Okay, alles klar. Dass du mal vor Jesse schießt, das ist so. Ja, ein Schuss geht durch die Luft und ja, die Leute drehen sich irgendwie auch irgendwie um zu dir und so. Und ja, in dem Moment versucht die Jasmine irgendwie so eine Veranda hochzulaufen. Dabei irgendwie stellt sie sich wahnsinnig dämlich an und fällt halt einmal vornüber auf die Veranda. Der Typ holt sie ein, packt sie so in den Haaren, zieht sie wieder hoch und ja. Hey, hey Mister! Wie gesagt, ich wäre hingerannt. Ja, läufst wenn du bei 3 nicht die Flossen von der Frau genommen hast, liegt sie im Staub. Ja, und der Typ dreht sich halt um, zieht seinen Colt, legt den Colt so an den Kopf von der Frau. Was willst du? Und die siehst halt die Frau mit den Tränen ausgebrochen. Und hat halt den Colt. Kann nicht reagieren, bevor er den Colt an ihren Kopf hält? Das passiert relativ schnell. Er ist halt auch quer aufstellen. Über die Straße. Ne, ihr seid ja noch kurz vorm Saloon. Victoria ist losgelaufen, Jesse hat über die Straße gebrüllt. Ich würde langsamer werden, mehr mit den Hüften wackeln und würde sagen, hey Süßer, willst du nicht lieber mich? Sie verzieht so die Augen. Wer sagt, dass ich nicht beide haben kann? Und spuckt dann so einen letzten dicken Fetzen von seinem Kautabak auf die Straße. Und eine Hand hält die Waffe, eine Hand hält Jasmine. Wo ist denn da noch Platz für mich? Eins nach dem anderen, Süße, und in dem Moment drückt er ab. Dann würde ich sofort meine Waffe ziehen und auf ihn. Was? Alle einen geistigen Stabilitätswurf. Weil das ist. Ja. Und? Vor euren Augen. Nein, natürlich nicht. Gerade ein Mensch erschossen. Ich hab's geschafft und ich würde auch sofort meine Waffe ziehen und auf ihn schießen. Ja. Die es geschafft haben, verlieren einen Punkt. Die es nicht geschafft haben, 3 Punkte. Ja, da bin ich schon dran gewöhnt, an 3 Punkte zu verlieren. So, und der Erste, der reagieren darf auf das Geschoss, ist natürlich Jesse, weil er ist derjenige, der am schnellsten ziehen kann von euch. Wie war das noch gleich, wenn man irgendwie ein Fünftel verliert, dann läuft man Gefahr, so zwischendurch ziemlich wahnsinnig zu sein? Dann kriegst du einen Tick, ja. Das hatte Jesse ja beim letzten Mal auch schon. Ja, ja, ich bin nämlich mittlerweile auf 31 von 45 runter. Ja, dann überleg dir mal, wie deine Psyche auf das reagiert. Und überrasch mich. Ich ziehe natürlich den Colt und drück ab. Hab auch geschafft, hab eine 9 gewürfelt. Mhm. Wo möchtest du irgendwo gezielt hinschießen bei ihm oder so? Oder möchtest du einfach nur gucken, dass du ihn irgendwie triffst? Auf den Kopf. Nee, auf den Kopf.
Auf den Kopf. Hallo. Was genau zwischen die Augen? Naja, der Kopf. Irgendwo auf dem Kopf, ist egal, Hauptsache Kopf, okay. Ja, du hast dann deinen Angriffswurf geschafft. Dann wirst du ihn noch treffen und du siehst auch die Kugel einschlagen. Allerdings scheint den das Wesen eigentlich gar nicht zu interessieren. Wie gesagt, in kurzer, also ich habe das ja nicht mitbekommen und ich hätte quasi fast zeitgleich meine Pistole gezogen und auch geschossen. Mhm. Ja, du siehst halt, wie die Kugel von Jesse einschlägt. Er ist nun mal schneller im Ziehen und Feuern als du. Und in dem Moment hast du dann schnell auch deine Waffe gezogen. Du siehst schon, wie er den schlaffen Leichnam des Mädchens irgendwie fallen lässt. Und in dem Augenblick zielst du und drückst ab. Wo möchtest du ihn schießen? Ins Herz. Einfach schön in die Mitte. Ja. Dann hast du einen Angriff gewürfelt schon? Ja, hab geschafft. Okay. Ja, auch deine Kugel schießt. Und du siehst auch diese Kugel, wie sie irgendwie auf dem Stoff auftrifft. Auf dem der Lederjacke, die er trägt. So einer Lederweste, die er hat. Irgendwie, aber... Du siehst auch irgendwie, dass er kurz so zur Seite zuckt, also dass es irgendwie eine physische Einwirkung auf ihn hat, aber mehr auch nicht. Eigentlich. Du krankes Schwein. Ist er das einzige Greenhorn, das hier ist? Du kannst momentan zumindest kein anderes sehen. Das war die Frage, weil das ist ein Greenhorn, ja. Greenhorn ist. Ja, okay. Ja. Gut, ja, ich würde einfach drauf zurennen, auf ihn. Das mache ich auch und schieße währenddessen immer wieder. Dann schieß mal. Natürlich kann ich, glaube ich, wohl nur ein oder zweimal schießen, aber ja, du hast ja halt eben schon einmal in die Luft geschossen, ne? Ja, dann habe ich ja nachgeladen. Okay, du hast nochmal nachgeladen, okay. Dann wird das eine Zeit lang dauern, weil bis man eine Schrotflinte nachgeladen hat, dann das dauert eine Weile. So, währenddessen läuft Al irgendwie, holt auf und ist dann auf der Höhe von Victoria. Und der Typ hat halt inzwischen seine Waffe rumgezogen und zielt auf Victoria, weil die am nächsten steht. Und Jesse kann nochmal schießen, wenn er möchte. Offen habe ich. Ja, wieder Kopf. Ja, diesmal aber richtig gezielt, tatsächlich so zwischen die Augen. Mhm. Ja, auch hier siehst du wieder, der Kopf geht einmal so kurz so zurück. Und aber dann kommt er wieder nach vorne, du siehst das Loch irgendwie in dem Kopf Mitte und guckt dich so auf zugekniffenen Augen an, zieht dann so ein bisschen die Waffe in deine Richtung, Victoria ist dran. Ich schieße aber auf seine Hand, in der er die Waffe hält. Mhm. Und hab auch, also ich hab's geschafft. Okay. Dann wird er dann auch da wieder eintreffen, die Kugel. Ich lasse euch jetzt extra keinen Schaden würfeln, weil ihr werdet keinen Schaden machen. Ihr seht auch da wieder den Einschlag und so, der verzieht halt. Ben? Ja, ich drück ab, wie gesagt, und hör damit auch nicht auf. Dann schieße er. Ich verfehle. Einmal einen Luftschuss. Und währenddessen stürmt Al an Victoria vorbei. Die ganzen Schüsse gehen rechts und links an ihm vorbei. Was möchtest du machen? Der steht auf einer Veranda, hast du gesagt. Genau. Ist da ein Geländer davor? Ja. Kannst du mir seine genaue Position in Relation zu dem Geländer erklären? Ja, er steht halt, du musst dir also so eine Veranda mit Geländer vorstellen und so eine Treppe, die da hochführt. Und er steht halt in der Mitte von der Treppe. Also rechts und links, also vor ihm ist kein Geländer, sondern rechts oder links von ihm ein Pfosten. Das, ja, das Dach beide Seiten mit, klar, so Pfosten, die nach oben gehen und das ja, Vordach gut, halten. Würde ich versuchen, also er steht wahrscheinlich so, da ist er leer rechts oder links an dem Pfosten? Genau in der Mitte. Genau in der Mitte? Ungefähre Distanz? 10 Meter. Pfosten. Von ihm zum Pfosten? Achso, nee, von dir zu ihm. Von zum Pfosten so eine Armlänge. Ja, dann würde ich nämlich genau, wenn der gleich da steht,
so einen kleinen Schlenker von mir aus gesehen nach rechts, von ihm nach links machen, dann seine rechte Waffenhand greifen und versuchen, den Ellbogen über den Pfosten zu brechen, sodass er nach außen bricht. Mhm. Okay. Dann musst du erstmal noch einen Ticken zu ihm hinlaufen, währenddessen feuert er. Und ihr habt eben genau gesehen, wie diese Waffe so nach rechts weggezogen wurde durch den Schuss von Victoria. Mhm. Und er schießt auch nach rechts. Aber die Kugel trifft Jesse. Und Jesse, nice. Du fühlst einen Schmerz in der Brust. Ah! Ja, und sagst, ich bin getroffen! Und sackst zusammen. Kannst noch einmal schießen jetzt, so im Fallen, wenn du magst. Du Schwein! Ich schieß auf seine Pistole, also so, dass die Pistole aus der Hand fliegen muss. Mhm. Dann schieß. Du hast einen Abzug von, sagen wir mal, ist ja gerade echt schwer getroffen, um 30. Ja, habe ich trotzdem geschafft. Okay. Dann werdet ihr wieder sehen, wie die Waffenhand getroffen wird und irgendwie, ja, eigentlich müsste die von zwei Pistolen getroffen schon lange irgendwie. Ich will nicht die Waffenhand treffen, ich will die Waffe treffen. Also, du willst die Waffe treffen. Ja, gut, dann macht sie mal ploing und die Waffe wird getroffen. Also der Revolver von ihm. Aber sonst keine Auswirkungen auf die Waffe. Also die Waffe fliegt nicht aus der Hand raus. Nee. Ja, und hinter euch hört ihr ein Aufstöhnen von Jesse. Ben kann das neben sich sehen, weil er stand ja ungefähr auf der gleichen Höhe, wie Jesse zusammensackt und noch einen Schuss abgibt. Und Victor, ja, ich achte da aber nicht drauf. Ich stürme weiter auf ihn zu und drück ab. Nee, ich kann ja nur einmal schießen, aber... Schießen, nachladen. Schießen, nachladen. Ja, okay. Nee, einfach nur abdrücken. Okay. Klick, 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 klick macht's dann irgendwann. Genau. Also ich bin eindeutig nicht so ganz bei mir gerade. Okay, Victoria? Hinter dir ist Jesse aufgeschrien. Ja, ich würde halt versuchen, in eins der Häuser, die so nebendran stehen, zu kommen und mich erstmal aus der Schusslinie zu bringen. Ja, okay. Währenddessen haben auch andere Leute auf der Straße ihre Waffen gezogen und feuern auf den Kerl. Und ihr seht irgendwie Dutzende von Geschossen in seine Kleidung einschlagen. Und Elle stürmt vor. Irgendwie hörst halt diese Kugeln, wie sie an deinem Kopf vorbeisirren. Und noch, was hattest du noch genau vor? Du wolltest ihm jetzt die Waffe so in den Waffenarm greifen, ja? Im Nahkampf. Genau, ich wollte von, also einen ganz kleinen Schenker von ihm aus gesehen nach links machen, von mir nach rechts. So eine Androhung, ja? Genau, dann auf der anderen Seite rübergehen, seinen Waffenarm greifen, Richtung Geländer drücken und genau hier den Ellbogen auf dem Geländer schlagen, um den Waffenarm zu brechen. Dass auch die Sehnen halt die Waffe nicht mehr bedienen können. Mhm. Okay. Nahkampf, Wurf, oder? Ja, mach mal. Mach vorher mal einen Glückswurf, bevor du den Nahkampfwurf machst. Okay, ein Glückswurf. Mhm. Das ist eine 49, ich habe Glück 67. Okay, dann hast du es geschafft. Dann merkst du, während du diese Attacke ausführen möchtest, so einen inneren Widerstand. So unter dem Motto, dem darf ich nicht wehtun. Machst es aber doch, klar, weil die Situation erfordert ist und die Aktion gelingt und drückst ihm halt den Arm so an die Seite und du hörst ein lautes Knacken und Lässt er die Waffe fallen? Ja, lässt die Waffe fallen. Hat er andere Waffen direkt bei sich sichtbar, irgendwie noch ein Messer im Gürtel oder? Kannst du ein Messer auf jeden Fall sehen und auch noch einen zweiten Colt an der anderen Seite. Würde ich dann, wenn der Runde möglich, dann greifend wegwerfen, wenn nicht das halt schon. Du hast ja gerade jetzt deinen Angriff gemacht. Ja. Bin ich denn auch mal da? Ja. Wie gesagt, der L ist gerade an dir vorbeigestürmt. Ist quasi im Schussfeld, aber es macht bei dir eh nur noch Klick, Klick. Ja, nö, ich höre dann auf zu schießen und drehe dann halt so die Schrotflinte um und hau dann einfach mit dem Kolben immer wieder und immer wieder auf den ein. Mhm. Dann mach auch du mal einen Glückswurf. Ja. Vielleicht klappt das ja besser als geistige Gesundheit. Nee. Oder nicht? Doch? Mal gucken, wie viel Glück habe ich. Glück, Glück, Glück. Hä? Wo war dein Glück noch gleich? Unter Stabilität. Achso. Ja, dann ist es sogar auf den Punkt gelungen. Okay, ja, dann läufst du auf ihn zu und dann sieht Victoria, die sich ja gerade versucht zu verbergen,
wie Ben auch irgendwie ins Geschehen eingreift. Der Typ ist so ein bisschen irgendwie jetzt ja von L irgendwie in den Pfosten gedrückt und das, der Arm ist so ein bisschen ab in einer unnatürlichen Pose irgendwie abgeknickt und Ben schlägt mit dem Gewehrknauf auf immer und immer wieder auf ihn, auf den Typen ein. Und Ben, halt! So, und Jesse röchelt an der Seite. Also ich würde auch Jesse zurennen und versuchen, ja, zu helfen, wo es was noch geht, ne? Ja, du kommst bei Jesse ziemlich schnell an. Und ja, Jesse, beschreib mal seine Situation, wie du da gerade liegst. Ja, also Jesse liegt neben dem Saloon, neben der Wassertränke für die Pferde. Ja, zusammengesackt. Hält sich die Brust. Dicker Schwall Blut strömt zwischen den Fingern hervor. Ja, mehr macht er nicht. Er guckt ziemlich perplex. Ja, du siehst in ein Gesicht der totalen Verwunderung, weil du auch, Victoria, auch weißt, Jesse hat schon etliche Schussduelle gehabt und hat noch nie verloren. Und diese Fassungslosigkeit, getroffen worden zu sein, spielt sich gerade in seinem Gesicht nieder. Tja, Babe, das war wohl das erste Mal, würde ich so halb spaßig sagen und würde versuchen, einfach irgendwas auf die Wunde zu drücken, dass die Blutung gestoppt wird. Mhm. Was denn? Also ist ja schon seine Hand drauf, so? Ne? Ja, so ein einfach ein Teil meines Rockes. Reißt du den ab oder machst du einfach? Einfach. Also ich denke gar nicht drüber nach, sondern wirklich, ja, Rock drüber und drauf drücken. Mhm. Ja, der wird sich ziemlich schnell auch dann mit Blut füllen, während Jesse immer weiter in so eine Art schummrigen Zustand herüber, irgendwie, der wird erst übel und dann schwindelig und dann irgendwie merkst du, wie so sich sein Blickfeld ein bisschen immer weiter einengt und du unendlich müde wirst. Während Ben immer noch auf den Typen eindrischt? Ja, wenn ich nicht aufgehalten werde von Al, ja. Ja, du bist klar, vor Al dran. Also ich scheine wirklich überhaupt nicht bei mir zu sein. Ihr habt ja schon gehört, ich habe ja irre gelacht und ja. Ich würfel mal kurz. Ja. Du drischst immer weiter und weiter und L ist ja direkt neben dir und dann auf einmal macht es so ein dickes Knack und Flatschen und dann hörst du nur so Flatsch, Flatsch, Flatsch neben dir, L, und du siehst in so ein breiiges Gesicht. Stabilitätswurf nicht geschafft. Ja. Der W4 sagt einen Punkt. Ich hab meinen auch nicht geschafft. Ein Punkt. Bitte. Ja, und L merkt halt, wie der Typ jetzt so erschlafft. So in sich. Ja, gut. Da tut niemand mehr was zuleide. Ja, und der gibt uns auch keine Antworten mehr. Antworten? 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 Glaubst du wirklich, der hat dir noch Antworten gegeben? Jetzt bin ich mir sicher, dass er mir keine mehr gibt. Ja, Victoria, dein... Ich würde mittlerweile laut Kleid nach Hilfe rufen. Genau, genau. Hört von hinten ein riesiges Hilfe. Los, lauf mal zum Doc. Ich glaube, Jesse hat's erwischt. Ja, ja, ja. Na, du guck in deine Taschen. Ja, mach ich. Jesse, du beschreib mal deine letzten Atemzüge. Ich sehe das Licht. Und so ein schäbiges Gesicht. Ja, und in dem Augenblick spuckt er dem noch einmal Blut irgendwie entgegen und dann wird der Körper unter dir schlaff, Victoria. Hey, Jesse, bleib bei mir, Mann, und ich würde ihn schütteln. Ja, keine Reaktion. Inzwischen kommen einige andere noch zu dir hingelaufen und Al und Ben haben sich auch in Bewegung gesetzt und Victoria darf nochmal einen Stabilitätswurf machen, weil gerade ein Freund von ihr gestorben ist.
Nein, nicht geschafft. Das ist mir sogar ein W6 wert. 5 Punkte. Das ist mir sogar ein Ich W6 mochte wert. Ihn nicht. Ja. Jetzt tut doch was, verdammt! Ja. Steht ja, nicht einfach so rum, nee, tut die was! Stehen nicht, ich stehe noch nicht rum, aber in dem Moment, wo du dieses steht nicht so rum sagst, merkst du, wie die Bewegungen der Leute, die gerade auf dich zulaufen, zuerst langsamer werden und dann wie in so einer Zeitlupe ablaufen und dann in der Bewegung erstarren. Und zwar von allen, außer von Ben und Al. L läuft übrigens nicht hin, der ist aber die Taschen von dem Toten. Ach ja, okay, der durchsucht die Taschen. Dann mach mal einen Glückswurf, ob du es schaffst, das irgendwie jetzt wahrzunehmen, während du da durchsuchst. Ben wird dann auf jeden Fall wahrnehmen, dass die Leute neben ihm irgendwie an der Bewegung erstarren. 0-2. Scheiße, was ist das? Ja, dann kriegst du es auch mit L. Um dich rum ist ja gerade total Aufruhr und dann erst werden die Leute langsamer, dann in Zeitlupe und dann bleiben sie stehen. Das heißt, es wird dann auch stiller, oder? Sämtliche Geräusche hören auf, ja. Was stimmt? Dieses Oh Scheiße, höre ich das immer noch? Ja, klar. Oder können wir uns selbst auch nicht hören? Okay. Was ich schaffe es noch, mich auf den Toten zu konzentrieren, oder? Ja, was möchtest du beim Toten? Zum einen gucken, was er in der Tasche hat, zum anderen diese Waffe, die quasi 180-Grad-Schüsse machen kann. Das ist ganz normaler Colt. Also auch ziemlich neu, sein. Aber scheint augenscheinlich ein normaler Colt zu sein. Ich würde mal eine Patrone rausnehmen. Ist das normale Munition, so wie ich sie kenne? Ich bin der Büchsenmacher, mir würde sowas auffallen. Ja, das ist normale Munition. Würdest du sagen. Ja, ich würde den Colt mal mitnehmen. Und was hat er in den Taschen? Irgendwas. Er hat eine Taschenuhr mit, er hat ein bisschen Geld mit. Irgendwie war sonst nicht viel, was da in den Taschen ist. Ein paar Ersatzpatronen hat er. Fällt mir in der Taschenuhr was auf, eine Gravur innen drin oder steht es auf einer bestimmten Uhrzeit, die mit der jetzigen nicht übereinstimmt? Ja, nee, die Uhr ist nicht besonders. Obwohl, wenn du sie jetzt näher betrachtest, sie ist sehr eigenartig. Also vom Handwerk her. Du hast schon mal so Uhrmacher schon mal gehabt, so in deiner Ausbildung hast du denen mal über die Schulter geguckt, ob der sowas, so Feinmechanik oder sowas für dich ist. Das ist ein ziemlich neues Gebiet, war aber nicht so. Kennst du dich ein bisschen damit aus, wie es so ist, wie man sowas herstellt. Und das ist schon sehr, sehr fein und alles. Das ist also von einem wahren Künstler gemacht. Also ich würde die Uhr auf jeden Fall mal einstecken und das Messer, das er dabei hatte, ist auch was ich als Standard bezeichnen würde. Ja, sehr scharf. Ja gut, aber auch von der Form her jetzt irgendwie nicht ganz so normales, ausgefallen. Messer. Victoria, was passiert hier? Das hallt auch das jetzt durch die Straße, dieser Ruf. Das ist doch... Das ist doch das Werk des Teufels! Sie würde langsam von Jesse ablassen und versuchen, auf die Menschen zuzugehen. Mhm. Und wenn sie dann noch mal einen geistigen Stabilitätswurf mögen, weil um euch gerade alles einfriert. Geschafft. Nö. Knapp, aber geschafft. Ein Punkt für Ben. Wenn ich bei den Menschen angekommen bin, würde ich die so antippen. Fühlt sich an wie ein Mensch. Wenn ich den mal so ein bisschen kräftiger schubse? Dann macht er. Wenn du einen richtig festen schubst, fällt er um. Und wenn ich einem auf den Fuß trete? Dann trittst du ihm auf den Fuß. Aber es kam keine Reaktion von dem. Und mit diesem Eindruck entlasse ich euch mal kurz in eine Pinkelpause und ihr könnt mal überlegen, was ihr beim Geschäft so an Ideen bekommt, was es sein könnte, was hier gerade los ist. Eine kleine zweiminütige Pause. Sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Ich blende mal eure Charaktere aus, dann könnt ihr euch auch frei bewegen und so. Und die Leute können noch mal sehen, wie der Ben und der L eigentlich aussehen.
So, da sind wir wieder. Und eben den Mischka wieder einblenden. Und so, da sind wir wieder. Und okay. So. Ja, also wie gesagt, alles ist in der Bewegung erstarrt. Und ja, ihr seid die einzigen, die von dieser Starre nicht erfasst worden sind. El hat gerade die Leiche des Greenhorns geplündert, hat Geld und Uhr mitgenommen und ist jetzt auf dem Weg auch rüber zu Jesse wahrscheinlich. Ganz genau. Und Ben ist irgendwie wild kichernd irgendwie auch noch und schreiend irgendwie auch auf dem Weg rüber zu Jesse, während Victoria noch mit verblutetem Kleid irgendwie über Jesse sitzt. Falsch, ich tippe gerade an Leuten rum. Ach ja, du hast die Leute ja umgeschubst, genau. Ich kann nicht von 0 bis Mittag denken, von 12 bis Mittag denken. Was ist das noch für ein Teufelswerk? Teufelswerk. Halt es jetzt durch die Straßenschlucht. Ich habe das Gefühl, das ist so jetzt wie ein Traum. Das muss ein Albtraum sein. Über Ben auf der Veranda sitzt gerade eine Katze, die gerade zum Sprung ausgeholt hat, um runterzuspringen und ist in der Bewegung erstarrt. Der Geier, der oben auf der Bank, auf dem Bankschild sitzt, gerade ich so einen Flügel so gehoben, auch in der Bewegung erstarrt. Ich renne ganz schnell zu Al und greife ihn einfach so an am Arm. Ich muss irgendwas packen, was für mich real zu sein scheint. Hey, Kleines, beruhig dich. Und so verrückt, wie sich das jetzt vielleicht für dich anhört, morgen früh wird Jesse wieder leben. Du meinst, wie wir alle immer wieder leben? Ich denke, wir haben für heute unsere Chance verpasst, etwas von den Greenhorns zu erfahren. Ich hoffe, dass wir es morgen besser machen, ansonsten werden wir auf ewig hier gefangen sein. Ist das überhaupt ein Leben oder sind wir vielleicht einfach in der Hölle und werden dadurch immer wieder weiter gequält? Wie erinnere ich mich morgen? Hast du etwas zu schreiben, Mick? Ich muss mir was auf die Hand schreiben, oder? Auf die Zeitung schreiben und in dein geheimes Fach legen. Der Boden vibriert jetzt. Fängt an zu vibrieren. Los, schnell hoch in dein Zimmer. Ich würde mir ein Stück von dem blutigen Kleid abreißen und so um den kleinen Finger wickeln. Mhm. Ja, schnell zurück in den Saloon. Lass uns das niederschreiben und ins Versteck legen. Ja, und ich renne mit den beiden los. Es ist gar nicht so einfach, über den wackeligen Boden zu laufen Richtung Saloon. Und als sich der Boden in die Straße runter, vielleicht 100 Meter vom Saloon entfernt, der Boden mitten auf der Straße anhebt, ein Viereck aus dem Boden trennt sich vom Rest des Bodens und schießt nicht in die Höhe, aber geht langsam quasi, als wäre es aus dem Boden herausgerissen in die Höhe. Ganz langsam trennt es sich vom Rest des Bodens. Hölle! Schau nicht hin, lauf rein! Ja. Und dann lauft ihr in den Salon, wo Fuzzi irgendwie am Fenster steht und so. Erstarrt ist in der Bewegung. Guckt er gerade noch raus oder hat er eine Whiskyflasche in der Hand? Der hat eine Whiskyflasche in der Hand, natürlich hat er sich gestibitzt, gemopst, wo auch immer, weil er war ja allein im Saloon, ohne Aufsicht. Und hat die so in der einen Hand irgendwie guckt halt, mit der anderen Hand hält er sich am Fenstersims fest und guckt halt mit diesem merkwürdigen Gesichtsausdruck durchs Fenster nach draußen. Ich nehme die Whiskyflasche aus der Hand und lass das mal laufen.
Es läuft bewegt nicht weiter. Ich wollte gerade sagen, bewegt sich die Flüssigkeit denn? Die Flüssigkeit bewegt sich, ja. Ja, wenn ich ihm die Flasche aus der Hand nehme und dann halt so selbst an die Lippen setze. Nee, die Flüssigkeit bewegt sich ganz normal. Das ist auch ganz normaler Whisky. Ja, das ist auch gut so. Das brauche ich jetzt. Ja, dann nimmst du und so nach dir so eine Viertelflasche leerst, dann setze ich die Flasche ab. Okay. Dann hast du ein leicht schwummeriges Gefühl. So. Ja, aber das tut gut. Das wirkt. Ben, hast du einen Bleistift oder etwas an der Theke liegen oder einen Kohlestift? Oberhalb der Schrufe. Ach nee, die habe ich ja in der Hand. Ja, ist da unterhalb der Theke. Ja, dann springe ich in die Theke und hole den Stift. Mhm. Die Zeitung von heute, kritzel da halt schnell drauf, was los ist. Mhm. Und würde das Victoria samt der Taschenuhr und dem Geld in die Hand drücken. Los, leg es in dein Versteck. Ja, dann würde ich damit hochrennen in mein Zimmer und das in dem Versteck und in den Dielen verstauen. Okay. Dann läufst du hoch und die anderen beiden bleiben unten. Ben setzt sich wahrscheinlich auf so einen Schemel irgendwie hin und setzt die Whiskyflasche vielleicht nochmal an. Ja, ich habe jetzt ein Viertel Flasche Whisky getrunken. Ja. Ich würde Ben die Hand auf die Schulter legen. Alter, reiß dich jetzt mal kurz zusammen. Du passt auf Vicky auf. Ja, geht jetzt besser. Hier, nimm auch erstmal einen Schluck. Nein, ich muss bei klarem Verstand bleiben. Ich will jetzt wissen, was da unten los ist. Ben, was ist eigentlich mit deiner Frau? Scheiße, was ist mit... Ja, spring auf und lauf nach draußen. Ohne Kommentar. Scheiße, was ist? Und dann steht auf und reißt dich von dir los und läuft nach draußen. Ja, wenn ich denn das verstaut habe und alles wieder so hergestellt habe, wie es ist, dann würde ich nach unten gehen und würde aus dem Saloon in die Richtung gucken, wo der Boden so hoch kam. Ja. Ist Ben ja jetzt zuerst rausgelaufen und sieht dann auch diese Szenerie draußen. Der Boden hat sich irgendwie aus dem, also dieses Viereck des Bodens hat sich aus dem eigentlichen Straßenboden abgelöst, ist nach oben, ja, du würdest sagen, geschwebt. Und irgendwie rund, also zwischen diesem Boden, der sich abgelöst hat, und dem eigentlichen Boden klafft ein tiefes Loch und irgendwie ein merkwürdiges, du kannst zwar durchgucken, sieht aus wie eine Scheibe vielleicht, aber es ist eine wahnsinnig glatte und sehr, sehr gut geputzte Scheibe. Nicht diese, wie die Scheiben hier sonst so in den Fenstern. Es muss rundum eine Scheibe sein. Du meinst jetzt in dem Stück, das nach oben schwebt, oder wie? Genau, das schwebt in der Luft und ist gehalten quasi von Scheiben. Also okay. OT, eine Glassäule, wo du das drauf liegt. Ja, was auch immer. Ich will nach Anna sehen. Läufst du dran vorbei und machst mal kurz noch einen Glückswurf. Ja. Erschwert in 20. Nö, auch wenn er nicht erschwert gewesen wäre. Okay, dann läufst du einfach weg. Was macht Al, während Victoria noch verstaut und Ben rausgelaufen ist? In dem Kontext, da ich ja wollte, dass jemand auf Victoria aufpasst, würde ich warten, bis sie runterkommt. Ja, kommt dann runtergelaufen und will ja nach draußen. Vicky, ich habe das Gefühl, dass der sich das da vorne genauer anguckt, eventuell morgen nicht mehr hier sein könnte. Wäre es sehr unlieb, wenn du das wärst. Na, wie wollen wir es dann sonst rauskriegen? Du bist die Einzige, die Sachen verstauen kann, sodass wir es nächsten Tag wieder wissen. Ich werde gehen. Wenn ich morgen weg bin, schreib eine Notiz. Okay. Pass auf dich auf, Kleines. Pass du auf dich auf, ey. Klar, ich will dich doch irgendwann wieder tanzen sehen. Ja. Ich werde mein Bestes geben. Ja, den Worten würde ich rausgehen, würde meine Winchester auf den Rücken nehmen. Mache aber vorher einen Abstecher, weil so verrückt wie die Situation ist, hat Elda gerade eine Idee und er geht Richtung Bank.
Ja, du kommst erstmal auch draußen auf die Straße, siehst du auch dieses Teil und wenn die Straße, das, da hatte Ben jetzt ja gar keine Augen für, aber weiter in Betrachtung siehst, dann siehst du jetzt an dem an der Leiche von dem Greenhorn, da knien zwei von diesen Gestalten, die du in deinem Traum gesehen hast. Und auch sonst auf der Straße stehen mehrere von diesen Gestalten. Ja gut, dann würde ich natürlich irgendwo Deko suchen. Beziehungsweise sofort wieder reinspringen, Genau, sobald ich springst sehe. direkt wieder rein und Victoria kriegt's mit. Dass wir drei Ja, einfach würde die rausreihen. Winchester durchladen und ja, so nach oben halten und irgendwie in den Ritzen von der Tür oder ist das so eine Das ist die Schwingtür von dieser Schwingtür, genau. Los? Ja. Und die Ja, schwingt jetzt oben auch noch über nach, so. die. Ja, die dann festhalten und oben über die Kante rausgucken. Und würde Vicky so beiwinken. Ich würde ganz nah ankommen und würde dann leise sagen, was ist los? Die Männer aus meinem Traum sind hier. Ich würde nach draußen gucken und in die Richtungen, die er weist. Ja, da stehen diese Gestalten draußen auf der Straße. Einer steht bei der Person, die du umgeschubst hast. Andere stehen halt bei der Leiche von Jesse und von dem Greenhorn. Haben so merkwürdige, komische Kästen in der Hand. Irgendwie der eine hat irgendwas auf dem Rücken, so wie so, ja, auch wie so ein dicker, fetter Klavierkasten aussieht und hat irgend so ein Rohr irgendwie in der Hand. Scheiße, heißt das, das war kein Traum? Und was machen die da? Was haben die da? Was machen die? Die nehmen wohl ihren Freund mit. Und Al hat sich ziemlich angepisst an. Ja, Diese Scheiß-Bastarde. in dem Moment tragen zwei von denen Jesse gerade an Saloon vorbei, Richtung Glas. Bewegen die anderen sich auch langsam Richtung Glasröhre? Ja, die sind noch überverteilt. Es sind bestimmt 10 oder so, die verteilt Mhm. sind über der ganzen Straße. Also ich nehme mal an, dass die jetzt kontextbezogen, dass die wohl von da kommen, was auch immer das ist, was ja älter und unklar ist, aber dass sie sich auch wieder dahin bewegen werden, wenn sie den mitgenommen haben, den Ja, die Toten. bewegen den halt auch Jesse gerade da in die Richtung. Genau. Auch Jesse. Also ich muss mich gerade richtig zusammenreißen und stehe da und mein Körper ist ganz angespannt also das müsste Al auch mitkriegen. Ich bin Ja. kurz davor rauszurennen und den Jesse zu entreißen. Also. Ganz ruhig, Kleines. Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Was Jetzt machen die eben. mit Jesse? Dafür sorgen, dass er morgen wieder hier ist, nehme ich mal an. Das hoffe ich für sie. Das hoffe ich auch für Sie. Aber vielleicht können wir das ja aus einem rausbekommen, wenn wir einen Nachzügler erwischen und befragen können, bevor Benny ihm den Kopf kaputt schlägt. Ja, Ben läuft eigentlich schnurstracks die Straße runter, hat gar keine Augen für irgendwas. Das interessiert die Typen aber auch nicht, oder? Wir haben ihn anscheinend noch gar nicht bemerkt. Anscheinend ist es ziemlich ungewohnt, dass sich noch jemand bewegt, während sie da sind. Ja, Ja, zur Arztpraxis hin, ne? wo ist denn die Arztpraxis? Beschreib das mal. Die Arztpraxis ist neben dem Rathaus, ein kleines Stück Straße runter. Und ja, da arbeitet ja meine Freundin, die gute Anna. Diejenigen, die den ersten Stream gehört haben, erinnern sich vielleicht noch daran, dass sie halt eine Irin ist, auch so ein bisschen aufbrausend. Und ja, die Arztpraxis ist halt recht schlicht gehalten. Es ist ja hier nur so ein kleines Örtchen, so eigentlich kein Krankenhaus in dem Sinne. Und ja, und man geht ja auch nicht wegen kleinen Wehwehchen zu ihr, also das muss ja schon was Ernstes sein. Dann läufst du irgendwie zur Tür und wie sieht dieses kleine Praxishäuschen aus? Ja, von außen halt in diesem typischen Western-Stil. Und innen drin die Wände grün gestrichen.
Also im Grunde soll ja so eine beruhigende Wirkung haben. Ja, natürlich, Fenster sind auch vorhanden, um Licht reinzulassen. Was man jetzt sowohl beim Operieren braucht, als Licht tut ja halt dann auch gut bei der Genesung. Ja. Dann läufst du halt die Straße runter Richtung von diesem Haus und siehst dann, dass die Tür offen steht. Relativ ungewöhnlich dafür, weil die Praxistür eigentlich sonst immer geschlossen ist. Und läufst schneller und siehst dann auch eine von diesen Gestalten in dem weißen Overall mit diesen merkwürdigen runden Helmen. Und die guckt gerade so quasi, steht vor der Praxis und guckt gerade so rein. Und das ist gerade die Szenerie, als du dann auf das Haus zuläufst. Okay, dann höre ich auf zu laufen und näher mich langsamer, sodass ich nicht so leicht bemerkt werde. Mhm. Und wenn ich das schaffe, dann will ich halt so von hinten an ihn rankommen, um ihn mit dem Kolben der Schrotflinte niederzuschlagen. Mhm. Gut, dann kommst du näher und dann hörst du sogar Gesprächsfetzen. Und kannst durch das Fenster der Praxis auch sehen, dass innen drin noch eine andere Gestalt mit diesem weißen Overall und dem runden Helm ist. Und anscheinend deine Freundin auch da steht. Irgendwie ziemlich stocksteif gerade. Und diese andere Gestalt hält gerade so ein Gerät irgendwie vor ihr Gesicht. Irgendwie so ein, keine Ahnung, was das ist, ein Kasten. Möchte ich das, womit wir wieder vergessen, was geschehen ist. Und dann hörst du so Gesprächsfetzen, so irgendwie, was machst du mit der? Die hat doch gar nichts davon mitgekriegt. Routine, ja, ich weiß, dass du Narren an ihr gefressen hast. Sowas. Okay. Bin ich denn jetzt hinter dem, der draußen steht? Schleichst dich lang. Mach mal eine Schleichenprobe. Oder ich weiß gerade nicht, ob das im aktuellen Charakterbogen drin ist. Gibt es sowas Ähnliches, wird es geben. Bleiben. Genau. Was gibt es? Verborgen bleiben. Genau. Nö. Tja. Dann. Die Würfel sind nicht mit mir. Ja, dann wird irgendwann der Typ, der draußen steht, an der Tür, wird dann mitten im Satz abbrechen, irgendwie so, lass sie, Moment mal, und dreht sich dann zu dir rum, bevor du an ihn rankommst. Wie ist deine Reaktion? Ja, hat mich ja eh schon bemerkt, ne? Also bleibe ich dabei, ihn niederschlagen zu wollen. Okay, also du läufst dann schneller auf ihn zu und willst ihn niederschlagen. Ja. Okay, dann mach mal einen Angriff. Schon. Nö. Okay, dann läufst du auf ihn zu mit dem Querkolben so in der Hand und bist aber von der ganzen Situation so überfordert, dass du ein bisschen außer Tritt kommst und er einfach nur so einen Schritt zur Seite macht, während du dann mit dem Querkolben quasi in die Tür reinstolperst. Und dann so, oh, scheiße, was ist denn hier los? Brüllt und wir weitermachen bei Al und Victoria. Du bist gemutet. Sorry. Wie gesagt, wir warten ja auf einen Nachzügler, dass wir irgendwie ein verwundetes Schaf sozusagen von der Herde separieren können. Ja, irgendwie die tragen zuerst Jesse in diese Röhre rein, dann tragen sie die Tänzerin rein und dann schleift irgendeiner auch noch den Tor. Also im Vergleich dazu, wie sie die Jesse und die Tänzerin behandelt haben, behandeln sie dieses Greenhorn ziemlich, ich würde sagen, roh. Also schleifen den eigentlich nur so Richtung Glassäule und dann kommt auch schon jemand anders von denen und versucht irgendwie die Blutflecken wegzumachen und das ganze Zeugs. Ja, und dann passiert etwas, womit du überhaupt nicht gerechnet hast, Elle, und du auch nicht, Victoria, denn die gehen nochmal rum und einer von denen bleibt halt vor dem Saloon stehen und hat da so einen Passanten, der auch gerade irgendwie so
irgendwie in die Richtung zeigt, wo der Mord passiert ist oder wo eure Auseinandersetzung passiert ist, zeigt er irgendwie so hin mit so weit aufgerissenen Augen und dann auf einmal hält so den Kasten vor den, dann erschlafft er auf einmal, also nimmt den Arm so runter, erschlafft und dann streckt diese Gestalt irgendwie ihre Hand aus und tätschelt dem so ein bisschen am Gesicht rum und dann bewegt sich das Gesicht, zieht sich so nach vorne weg und klappt in vier Richtungen auf. Und das ist ein geistiger Stabilitätswurf. Ich glaube auch. Dass ich ihn diesmal nicht mitbekomme. Nee. Ja. Bis halt im Kampf. Also geschafft. Unglaublicherweise geschafft. Das sind trotzdem 2 Punkte, weil das schon eine ziemlich heftige Sache ist. Krasser Scheiß. Und was sehen wir darunter, unter dem hervorgeklappten? Es sieht aus fast so ähnlich wie ein Totenschädel, nur nicht wirklich ein Totenschädel, sondern, also gut, du hast schon einige Schädel gesehen, ja. Passiert halt hier auch so von Tieren und so, aber das sieht irgendwie nicht, das sieht anders aus, sieht nicht so aus, wie es sein sollte. Und das sieht auch so aus, als ob da irgendwas blinkt, irgend so kleine Lichter auf dem Kopf verteilt sind. Ist der jetzt alleine hier in der Gegend oder sind noch mehrere andere Saumbosse? Die stehen immer noch mit mehreren Leuten auf der Straße rum und. Na gut, dann muss warten. Und dann hört ihr irgendwie den auch irgendwie. Defekt! Und dann klappt das Gesicht wieder zu und den tragen auch den weg. Ja, ich würde so lange warten, natürlich auch Victoria zurückhalten, falls der irgendwie rausstürmen will. Ja, was macht die überhaupt? Genau. Mundkiefer runter, Augen groß aufgerissen und einfach nur hinstarren. Es ist jetzt auch schwer, einen Nachzügler herauszufiltern, weil die sich anscheinend in Zweierteams bewegen. Und aber irgendwie nach und nach leert sich die Straße und tragen auch noch ein paar andere von den Bewohnern der Stadt nach draußen. Und jetzt könnt ihr auch eins von den Greenhorns sehen, den etwas untersetzteren, der jetzt irgendwie aus einem von den Häusern herausgeführt wird, von einem, dann sich irgendwie lauthals beschwert. Was genau er sagt, kann man so irgendwie quer über die Straße nicht verstehen. Und die geleiten den halt irgendwie so, drängen ihn mehr irgendwie zum Gehen. Die Greenhorns gehören wohl dazu. Aha, interessant. So, und Ben hat seinen Angriff ja versaut, ist mehr oder weniger in die Praxis hier reingestolpert und hört dann irgendwie so Fetzen wie Schlafmodus, Schlafmodus, Schlafmodus! Und mach mal Glückswurf. Jo. Versaut? Du hast einen Wurf verlangt, also natürlich geht da viel. So, dann drehst du dich einmal kurz, also bist ja so irgendwie nach vorne gestolpert, hast dich gerade abgefangen, drehst dich noch einmal zu dem Typen um, der Schlafmodus, Schlafmodus brüllt und auf einmal wird es dir schwarz vor Augen. Okay. Hätte ja sein können, dass das... Okay. Elle und Victoria sind... Und da waren es noch zwei. Noch da, ja. Ja, und dann irgendwann werden halt einige noch weiter da rausgetragen und dann irgendwann sind nur noch zwei da, die gerade sauber machen. Ich versuche mir genau zu merken, so anhand der Bretterzahl oder was weiß ich, wo diese Stelle ist, wo die Röhre rausgekommen ist. Ja. Habt genug Zeit, euch das zu merken. Ich würde mir in der Zwischenzeit, wo wir warten, irgendein Bierkrug, Schnapsflasche, irgendeinen schwereren Gegenstand, der in dem Tisch in der Nähe steht, holen. Mhm. Und wenn sich die Nachzügler dann auf den Weg in die Röhre machen, würde ich die aufs Klavier werfen, so dass auf die Tasten fliegt und das Klavier einen Ton von sich gibt. Okay. Ja, dann werden die sich wieder umdrehen. Deckung! Ich springe hinter den Tresen. Na gut, wir sind ja vorne an der Tür. Ja, gut. An der Schwingtür. Man kann ja trotzdem rüberlaufen zum Tresen und sich dahinter verstecken. Ich
Na, ich würde dann so hinter dem Vorhang mich ein bisschen verstecken, aber nicht so, dass man das Fenster sieht, sondern an der Wand. Ja, dann kommen die zu zweit Richtung Saloon. Ja, Gewehrkolben zum Schlag bereit. Ja, und dann würde ich warten, bis einer reinkommt. Mhm. Und dann den nächsten von mir irgendwie Gewehrkolben einmal ins Knick schnell und den zweiten dann irgendwie überwältigen. Okay. Also der erste tritt durch die Saloon-Tür und du willst ihn schlagen. Mache vorher einen Glückswurf. Einen Glückswurf? Mhm. Oh ja, ganz knapp. 66 auf 67. Und dann spürst du wieder in dir dieses, diesen Drang. Ich darf den nicht angreifen und tust es trotzdem. Mhm. Und mach einen Angriff. Yes! 15, extremer Erfolg. Ja, dann beschreib mal, was du mit dem machst. Ja, genau. Also ich warte halt, bis der so einen Schritt in den Kalun geht, dass ich so quasi mit dem Gewehrkolben hinter ihn komme und halt genau irgendwie den Atlasknochen treffe, so dass er bewusstlos wird. Wir haben gesagt, die haben so einen riesen Helm auf, ne, und so ein Overall. Ja gut, halt, und unter dem Helm halt. Genau. Ja. Okay, dann, weiter unten. Dann hörst du ein und der Typ sackt nach unten weg. Hm? Ja, und der andere... Was ist los? Ist der schon drin? Nee, der steht noch draußen. Ja. Gut, klar. Dann müsst ihr erstmal gucken, was Victoria macht in der Zeit. Ja, ich würde halt mich an dem Tresen schon so positionieren, dass ich schnell wieder bei L sein kann, aber dass man, wenn man reinkommt, mich halt nicht sofort sieht, was ja bei L wahrscheinlich nicht der Fall ist. Vor allem, wenn er jetzt den Bewusstlosen da hat. Mhm. So, dass ich quasi dann noch, wenn er dann in Nöten ist, da einschreiten kann. Aber erstmal würde ich mich bedeckt halten. Mhm. Ja. Lässt sich bedeckt. Und wir springen einmal kurz zu Jesse, der ja verstorben ist. Und das Letzte, was er sagt, irgendwie... was war das nochmal, das Letzte, was du sagtest? Das Licht oder so? Ich kann das Licht sehen und war dieses schäbige Gesicht. Genau, dieses schäbige Gesicht. Ja, und du schlägst die Augen auf und genau dieses schäbige Gesicht, was meinst du mit schäbigem Gesicht eigentlich? Hallo? Hallo? Ja, wir hören dich, ja. Okay, wunderbar. Weil ich hatte gerade Standbild. Ja. Ich höre dich. Ja, ich habe ja gerade schon, hast du gerade mitbekommen, was ich... Ich habe es mitbekommen und ich fragte dich, was du mit schäbigem Gesicht meinst. Na, Victoria. Ach so, okay. Dann kann ich nicht sagen, dass das schäbige Gesicht vor dir immer noch auftaucht, sondern ja, eine andere Frau ist über dich gebeugt. Mit langen, blonden Haaren. Ja. Wer bist du? Moment, du möchtest gerne was sagen und du merkst, ja, dass du nicht sprechen kannst. Du kannst dich auch nicht bewegen. Du hast gerade nur die Augen aufgeschlagen und siehst es. Kann ich wenigstens Mimik machen? Mach mal einen Glückswurf. Nö. Dann schaffst du es, also außer deinen Augen und Augenlidern halt nichts zu bewegen. Ja, dann blinzel ich wie wild. Blinzelst wie wild, okay. Dann kommt auf einmal in deinen Sichtbereich von quasi hinter dir ein, sieht irgendwie aus, wird so eine Maske irgendwie über das Gesicht gezogen und hat so einen großen Bohrer in der Hand. Und, war der nicht außer Gefecht? Wie jetzt? Und dann dreht sich die Frau zu dem offensichtlich anderen Gestalt hin. Oh, was ist denn hier passiert? War der doch nicht? Moment, war die Wunde schon ziemlich krass? Das hätte eigentlich... Schlafmodus! Mach mal Glücksprobe. Diesmal habe ich sie geschafft. Okay, ja, das wirkt nicht.
Schlafmodus! Irgendwas stimmt hier nicht. Wie jetzt? Moment. Und dann merkst du, wie der Typ dir irgendwie am Gesicht rumtatscht. Und dann hast du so ein ganz eigenartiges Kribbeln auf der Haut im Gesicht. Und merkst so, wie deine Augen so nach hinten wegklappen. Und du quasi hinter dich gucken kannst. Was ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl ist, was einen Stabilitätswurf bedeutet. Den ich glücklicherweise geschafft habe. Ja, perfekt. Ist trotzdem ein Punkt. Du siehst nach hinten, du siehst in einer Art, ja, ich könnte dir es ja jetzt als Spieler sagen, eine Art Labor. Was dein Charakter wird das nichts sagen. Irgendwie ist es alles ziemlich hell und weiße Fliesen überall. Du siehst merkwürdige Apparaturen. Überall blinkt und blitzt es irgendwo. Und der Typ, der hinter dir steht, ist ein ziemlich muskulöser Mann, der halt so einen riesen Bohrer, halt irgendwie so eine Art Bohrer in der Hand hat und jetzt irgendwie. Ja, aus deinem Gesichtsfeld raus irgendwie fühlst einen Druck im Gesicht, was auch wiederum nicht in dein Gesicht ist, weil dein Gesicht scheint irgendwie in vier Richtungen weggeklappt zu sein. Und dieser Druck, der sich da aufbaut, wird jetzt begleitet von einem ganz fiesen Zahnarzt-Bohrer-Geräusch. Was Jesse natürlich nicht sagt, aber dir, ne? Und wir kommen wieder zu Al und Victoria und der zweite Typ tritt auch durch die Tür. Würde ich den greifen und in den Raum reißen, dass draußen ihn keiner sieht. Ja, auch hier wieder das der Glückswurf, ob du ihn angreifen kannst. Moment. Ah, 67, ganz genau geschafft. Der immer schlechter, das heißt... Dann schaffst du es, ihn anzugreifen, mach die Attacke. Ja, souverän, 28 ist dann schwieriger Erfolg. Reißt du ihn in den Raum und machst dann was mit ihm? Ja, zu Boden pinnen und ich würde dann versuchen, Schlag in Solar Plexus, dass er bewusstlos wird, und sofern ich mich mit Erste Hilfe, gut 70, soweit in der Anatomie auskenne. Mhm. Kannst du mal einen Wurf drauf machen? Erste Hilfe? Mhm. Ja, souverän. Was heißt souverän? 69. Aber geschafft, sagen wir so. Ja, ja, dann schlägst du ihn da auf, weil er kann sich nicht großartig wehren, der ist viel zu überrascht. Und ist bewusstlos dann. Jetzt habt ihr da zwei bewusstlose, merkwürdige Gestalten im Saloon liegen. Ich würde hinter dem Tresen hervorkommen und würde sagen, lass sie uns irgendwie weiter außer Sichtweite bringen, irgendwie nach hinten. Ja, dann packe ich ihn ein. Ich weiß nicht, wie lange sie bewusstlos sind. Wir sollten sie auf jeden Fall schnell durchsuchen. Oder fesseln. Genau, was haben wir denn so für Abstellkammern oder sowas hier drin? Ja, es gibt eine Abstellkammer. Ja. So eine Besenkammer. Wo der Ben auch zum Beispiel die neuen Lappen und Putzutensilien und sowas untergebracht hat. Finden wir da irgendwo Seile, wo zum Beispiel mit irgendwelchen Whisky-Lieferungen eingeschnürt waren, die Kartons, oder? Ja, ihr findet so eine neue Whisky-Lieferung, da könnt ihr die Seile von abmachen, ja. Ja, dann würden wir beide mit den Händen hinter den Rücken und die Beine zusammen fesseln. Mhm. Beziehungsweise geht das hinter den Rücken? Hatten die nicht irgendwelche großen Apparaturen auf? Ja, der eine hat so eine große Apparatur auf dem Rücken, ja. Da würde ich dann vorher entfernen. Ja. Sieht aus wie so ein großer Rucksack, ist ziemlich schwer. Während er dann die beiden fesselt, würde ich versuchen, diese komischen Dinger von deren Köpfen zu entfernen. Mhm. Ja, das sind wohl sowas wie Helme, lässt sich aber auch relativ einfach, wenn man ein bisschen dran rumwerkelt, entfernen. Und ja, es kommen ja menschliche Gesichter zutage. Einer sieht ein bisschen asiatisch aus, so ein bisschen wie der Typ aus der Schneiderei bei euch. Und der andere ist ein Schwarzer. So wie Ben. Nachdem ich denen die Helme abgenommen habe, würde ich auch mal untersuchen, also erstmal diesen komischen
Rucksack oder was das sein soll. Mhm. Ja, es hat halt so eine Verbindung mit zu diesem komischen Rohr, was da war. Aber ich kann da nicht irgendwie reingucken. Nee. Also es gibt auch keine Öffnung, wo man, also kannst vorne in dieses Rohr reingucken, aber das ist halt, da siehst du nicht viel. Vorsicht, okay. Kleines, wer weiß, was das für eine Waffe ist. Haben die Overlords irgendwie Taschen oder Verschlüsse, die offensichtlich sind? Es sind Verschlüsse, aber solche Verschlüsse hast du, glaube ich, noch nie gesehen. Also es sind Reißverschlüsse, ich glaube, die gab es damals noch nicht. Ich würde halt versuchen, das irgendwie aufzuzerren. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, es gab keine Reißverschlüsse zu der Zeit. Nee, die kamen ein bisschen später auf. Aber wenn jemand einen Verschluss an einer Kleidung aufkriegt, dann unsere Vicky. Auf jeden Fall. Ja, Sondertalent für. Ah, klasse. Ich versuche es, aber es gibt leider keinen Wert für Verschlüsse öffnen, Unbekannte. Das ist bestimmt gehört zu deinen Berufsqualifikationen. Ja, also ich finde auch, es müsste definitiv dabei stehen. Ja, also wie gesagt, ich versuche das irgendwie aufzuzerren. Ja, kriegst du auf. Und drunter erscheint halt noch merkwürdigere Kleidung als diese merkwürdigen Overalls. Erinnert mich so ein bisschen an das auf dem Foto? Ja, so ähnlich, ja. Ist da irgendwie was Taschenähnliches, wo ich mal gucken kann? Ja, aber das ist nicht, die haben nichts in den Taschen. Okay. Haben wir das Foto hier bei uns? Weiß ich gar nicht, haben wir das Foto bei uns? Ist das habt ihr oben bei dir? Im Versteck. Nein, es ist oben. Vicky, kannst du das mal gerade holen? Ich glaube, das wäre eine sinnvolle Frage, was wir diese Gäste fragen können. Nickmon, du bist gemutet, falls du was sagen willst. Ja, habe ich gerade gemerkt. Hattest du das nicht bei dir in der Tasche gehabt und morgen war es weg? Das Foto, stimmt. Das war, nee, das, ja. Das Foto war das weg. Weg, ja, genau. Ja. Entschuldigung, genau. Da hat einer besser aufgepasst als der Spielleiter. So. Auf welcher Seite bist du denn überhaupt? Was soll das denn? Ja, so bleibt spannend. Apropos ja, spannend, machen wir bei Jesse weiter kurz. Könnt ihr euch noch ein bisschen was überlegen? Dieses sirrende, eklige Zahnarztgeräusch und dieser Druck, den du auf deinem Gesicht fühlst. Und du versuchst wahrscheinlich weiter, dich irgendwie zu bewegen. Und ich gestatte dir noch einmal einen Glückswurf dagegen. Schauen wir mal, was die Würfel sagen. Mhm. 47, mal gucken. Was habe ich denn? Ich habe Glück, ja, geschafft. Ja, dann kannst du jetzt deine Arme bewegen. Merkst du. Ja, habe ich irgendwie in den Greifnähe? Ja, die stehen halt beide neben deinem, was auch immer es ist, Bett. Ja, dann greife ich halt nach einer Person. Die mit dem Bohrer oder die ohne Bohrer? Siehst du beide momentan nicht, weil deine Augen sind dann nach hinten weggeklappt. Ja, dann weiß ich ja nicht, nach wem ich greife. Ich greife einfach nach irgendwas, da ist. Okay. Genau. Irgendwen, den ich zu fassen kriege. Dann kriegst du den mit dem Bohrer zu fassen und reißt an den Armen und ziehst diesen Druck von deinem Gesicht weg. Und man hört immer nur Schlafmodus, Schlafmodus, Scheiße, Scheiße. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hörst du sowas, eben so ein ganz sirrendes, ekliges Geräusch, irgendwie was wie eine ganz schrille Tröte klingt. Und das in regelmäßigen Abständen immer wieder erklingt. Ist ja eklig. Ja. Tut in den Ohren auch ziemlich weh. Und aufrichten kannst du dich nicht. Du fuchtelst dann mehr oder weniger mit den Armen irgendwie um dich herum und versuchst immer wieder irgendwas zu greifen zu kriegen. Und siehst dann, jetzt kommt dieser eine Typ mit dem Bohrer halt wieder in dein Sichtfeld, so hinter dich. Und du siehst so ein geschocktes Gesicht und er legt den Bohrer halt zur Seite weg und
geht so zurück irgendwie und öffnet irgendwie so eine Glastür hinter sich und verzieht sich irgendwie aus dem Raum, der quasi komplett aus Glas zu bestehen scheint. Leider kannst du nicht mehr als deine Arme bewegen, während wir wieder zurückgehen zu Elle und Victoria, die vor den Gefesselten sitzen, stehen, liegen. Ich gehe mal gucken, ob die anderen schon alle weg sind. Ja, was draußen auf der Straße sieht man nichts mehr, außer dem Glasröhre. Marc, Mischka wollte irgendwas sagen. Bring bitte auf dem Rückweg ein Glas Wasser oder sowas mit. Ja, dann mach ich. Ich stecke mir mal einen auf. Ich würde dann mit der Waffe auf die zielen, falls sie sich bewegen. So, jetzt nochmal zu dir, Koali, was hattest du gesagt? Bei dir habe ich da nämlich gar nicht zugehört. Auf der Straße sind noch die üblichen Leute in der Bewegung erstarrt zu sehen, einige halt erschlafft und halt die Glasröhre. Aber also jetzt von diesen Leuten hin weiß keiner mehr. Zu sehen, ne. Okay, dann würde ich halt wirklich so zwei Gläser mit Wasser füllen und mit denen dann hintergehen zu Elle und den beiden Bewusstlosen. Mhm. Und dann würde ich sagen, ins Gesicht. Ja, ich würde erst mal gucken, haben wir jegliches seltsames Gerät von denen entfernt, was die irgendwie am Arm, Bein, Rücken, Kopf, wie auch immer tragen. Ja, ihr hattet diesen komischen Kasten ja entfernt, ja. Ansonsten haben die ja so Kästen in der Hand gehabt, irgendwie, die habt ihr halt auch, die hat er halt fallen lassen. Ansonsten tragen die keine Geräte. Okay, ich würde vorschlagen, du wächst einen und stellst ihm Fragen. Sobald er Wörter sagt, die mir nicht passen, schicke ich ihn wieder schlafen. Okay, versuchen wir jetzt. Welchen soll ich nehmen? Ist mir egal. Dann würde ich den mit nehmen, der den Kasten auf dem Rücken hatte. Der Asiate. Okay. Dann wächst du ihn auf und kommst so langsam zu sich. So. Was ist los? Und zerrt so ein bisschen an seine Fessel. Der guckt halt den Gewehrlauf rein. Was? Schlafmodus! Glückswurf. Genau in der Sekunde hätte ich dann auch zugeschlagen. 23, ja. Ganz locker. Victoria? Mit einer 16 auch geschafft. Ja. Ihr merkt, dass irgendwas in euch irgendwie irgendwas passiert, irgendwie der Körper wehrt sich gegen das, was ihr gerade machen wollt, aber ihr könnt es überwinden. Ja, würde ich ihm genau oben aufs Nasenbein hauen. Und puck, ist er wieder weg. Und hat eine blutige Nase. Naja. Gut, vielleicht sollten wir ihm den einen Knebel und dann muss er nicken oder Kopfschütteln. Wir brauchen Antworten. Aber wir können jetzt sagen, wenn dein erstes Wort Schlafmodus ist, breche ich dir die Nase. Wenn die nicht schon längst gebrochen ist gerade. Nee, dem anderen. Den können wir jetzt so schnell nicht mehr aufwecken. Wenn du Schlag oben auf die Nase bekommen hast, schalt dein Körper ab. Tja. Also ich würde dem dann halt erstmal den Mund zuhalten und würde ihn aber trotzdem wecken. Und aber so, dass er eben nicht sofort Schlafmodus sagen kann. Mhm. Wie machst du das? Mit Knebel oder was? Nee, ich würde ihm mit der Hand den Mund zuhalten. Okay. Genau. Okay. Dann würde ich dem die Gewehrkolben vor die Augen halten und sobald er die Augen aufmacht oder es so ein bisschen rührt, kann er zumindest hören, wenn dein erstes Wort Schlafmodus oder irgendwas, was mir nicht gefällt ist, breche ich dir erst die Nase, dann den Kiefer und dann alle Knochen, die du hast. Verstanden? Nicken oder Kopfschütteln. Glück gehabt. Gut, dann würde ich langsam die Hand, aber so, dass ich eben schnell wieder auch sie rauflegen könnte auf den Mund. Weggehen. Wer bist du und was machst du hier? Also habt ihr jetzt die Hand weggenommen? Ja, ich habe die Hand weggenommen, aber so, dass ich eben jederzeit wieder zugreifen könnte. Ja, genau, vor allem, sobald ich die Silbe Schlaf höre, schlage ich zu. Was ist hier los?
Willst du eine oder antwortest du auf die Frage? Mein Name. Warum fragt er nach meinem Namen? Ja, ich würde ihm mit dem Gewehrkolben bei dem gefesselten Bein auf die Kniescheibe schlagen. Ah! Antworte auf die Fragen oder mehr Brüche folgen. Tom Eisig. Was machst du hier? Meinen Job. Genauer, was ist dein Job? Was ist dein Job? Ich bin Systemrobotiker. Erklär mir das Wort. Das kenne ich nicht. In der Tat sagt es dir nichts. Klar, dass du das nicht kennst. Erklär es mir. Das kann ich nicht. Du bist zu blöd dafür. Hau auf die andere Kniescheibe. Ah! Ich hab dich gebaut, du Scheißdreck! Ah. Du kannst hier in Einzelteilen rausgehen oder ansonsten weiter unbeschadet. Das ist deine Wahl. Also ich würde ja lieber auf ihn hören. Was heißt, du hast mich gebaut? Genau das, was es heißt. Warum? Wie warum? Weil die Firma das so will. Welche Firma? Wie kannst du denn einen Menschen bauen? Der ist kein Mensch. Was ist er sonst, wenn kein Mensch? Eine Scheißmaschine. Genau wie du. Ich würde... Und das... Lass dich nicht auf ihn ein. Merkwürdig. Ja. Ja. Stabilität? Ja, mach mal. Oh nein. Oh nein. Aber so richtig nein. Ein W4 sagt 3 Punkte. Ich hab's geschafft. 0 Punkte. Dich lässt das kalt. Unsinn, was der sagt. Ja. Auf alle Fälle. Ich will deine Scheiße nicht hören. Baby, an mir ist nichts eine Maschine. Wenn dem so ist, warum wollte die Firma das? Ihr seid das Kapital? Das Kapital von was? Von der Firma. Für was? Ihr schickt also diese Greenhorns hierher. Ja, die Besucher. Warum? Die zahlen dafür. Das ist sowas wie ein Urlaubsausflugsort für sie, oder was? Du hast es erfasst. Wo sie einfach Menschen erschießen können, nach Lust und Laune. Nein, keine Menschen. Roboter. Maschinen, hat er gesagt, sorry, ja. Maschinen, ja. Das erlaubte ihnen aus Spaß. Was seid ihr denn für Sadisten? Warum denn nicht? Mal drüber nachgedacht, dass wir auch Gefühle haben könnten. Der fängt laut an zu lachen. Schlage ich im Kolben auf den Fuß. Gleichzeitig würde er von mir eine mitkriegen auf dem Hinterkopf. Also Zorn kann ich fühlen. Merkwürdig genug. Irgendwas stimmt mit euch nicht. Irgendwas stimmt mit euch nicht, dass ihr so eine perverse Sache erschafft. Maschinen, die als Freiwild für andere Besucher gelten. Ach, nur mein Job. Das heißt, diese Greenhorns, die ihr hierher schickt, das sind Menschen und wir sind keine? Richtig, fast ein kleines. Das heißt, Ben hat einen Menschen getötet. Die Rechnung dreht sich, mein Freund. Pass mal auf. Du gehst jetzt nach Hause und sagst der Firma, dass jedes Greenhorn, das herkommt, sofort stirbt. Äh.
Lass mich frei. Stimmt. Weißt du was? Ja, ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Ja, was haben wir für eine Wahl? Ansonsten ist morgen ein neuer Tag. Im schlimmsten Fall erinnern wir uns nichts, kommen neue Greenhorns und töten weiter Leute. Und wir sind in diesem Teufelkreis für ewig gefangen. Wir können das keiner aufschreiben. Und ihr habt das immer noch nicht verstanden. Ihr könnt nicht sterben. Wir bauen euch wieder zusammen, wenn sie euch erlegen. Toll. Ihr seid nicht wirklich tot. Man kann euch das nicht beruhigen? Töten, ihr seid nur Maschinen. Also aus Jesse kam Blut raus, als er erschossen wurde. Ja. Das ist sowas wie Farbbeutel. Korrekt. Jesse braucht kein Blut zum Leben. Nein, er lebt nicht wirklich. Deswegen können... Und warum können unsere Waffen die Greenhorns nicht verletzen? Also die Projektile? Weil ihr keine Menschen töten könnt? Ich glaube, wir haben heute das Gegenteil beweisen. Ja, wir haben vorbeigeschossen. Okay. Das heißt, die Projektile fliegen an den Greenhorns vorbei, jetzt, aber wir denken, wir würden jetzt treffen. In dem Augenblick, wo du drüber nachdenkst, hast du nochmal so einen stechenden Schmerz im Kopf und siehst dann wirklich, wie das Projektil an ihm vorbeifliegt. Und dieser Eindruck von dem Einschuss verschwindet so ganz irgendwie. Diese Erinnerung überlagert sich mit dem und du zuckst so ein bisschen mit dem irgendwie mit dem Kopf und so. Und das ist so, es ist so ein, weißt du, so eine, es kann, aber es darf nicht sein, Ding, was so. Das ist ein Paradox, was sich gerade in dir aufbaut. Während du darüber nachdenkst. Wo kommen die Kopfschmerzen her, wenn wir über etwas nachdenken? Ich könnte mal nachgucken. Das wirst du schön bleiben lassen, mein Freund. Scheiße. Gib uns eine Antwort. Scheiße, ich will ja selber eine Antwort. Wenn wir über etwas nachdenken, was in der Vergangenheit liegt, bekommen wir Kopfschmerzen. Widerspricht das dem ursprünglichen Plan der Firma? Ihr solltet überhaupt nicht nachdenken. Sollten willenlose Sklaven sein. Ihr seid so abartig. Nun, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir bringen euch hier um und schicken damit eine Nachricht an die Firma. Nein, das halte ich für keine gute Idee. Dann mach mir einen Vorschlag, warum ich das nicht tun sollte. Ihr lasst mich frei und ich bringe alles in Ordnung. Was für dich heißt, dass du uns neu programmierst oder sonst irgendwas und uns neu einstellst. Und wir wieder glauben, dass alles okay ist. Und ja, wäre das nicht gut? Nein, das wäre nicht gut. Und ihr spielt eure dreckigen, abartigen Spiele weiter mit uns. Nein, niemals. Ich bin für Töten. Moment, was ist das genau für ein Ort hier, wenn es zur Firma gehört und ihr aus einem komischen Turm herauskommt? Dann ist es nicht irgendwo eine Stadt im Wilden Westen, oder? Na, es ist... Lazy Town. Ja, ich weiß, wie die Stadt heißt. Ja, so heißt die Firma. Der beste Amusement Park, der jemals gebaut wurde. Wie kommen wir hier raus? Gar nicht, Kleines, gar nicht. Nein. Dann du wohl auch nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr diese Erschießen-Klausel aus eurem Vergnügungsvertrag streicht? Nein. Tja, das ist schade. Dann streichen wir diesen damit aus unseren Verträgen auch nicht. Was? Wie gesagt, dann werden wir einfach jedes Greenhorn, das kommt, barbarisch niedermetzeln. Ich glaube, das ist dann wohl das Ende für euren Amüsierpark. Oder wir vernichten die ganze Stadt und alle Bewohner.
Dann ist das Projekt gestorben. Ja, dann guckst du in so ein entsetztes Gesicht von ihm, während wir bei Jesse weitermachen, der mit den Armen herumfuchtelt und in den Gang hin rüber guckt, und du siehst in diesem Augenblick, wie zwei weitere Gestalten auf einer Trage Ben in einen Raum schieben, der auch aus Glas ist, der nebenan ist, anscheinend, und rüber gucken zu euch in den Raum und dann irgendwie schnell ihn irgendwie ablegen und irgendwie zu dir rüberlaufen, und es sind mehrere Typen, die dich jetzt an den Armen packen und diese nach unten pressen. Und ja, gegen 5, 6 Leute kann selbst Jesse Williams sich nicht wehren. Vor allen Dingen, wenn er nur seine Arme bewegen kann. Und noch einmal fühlst du diesen Bohrer auf dem Gesicht, und dann wird es wieder schwarz vor deinen Augen. Und ja, nicht viel, also für dich vergeht danach keine Sekunde oder so. Wachst du wieder auf und sitzt in einem dieser Glasräume, irgendwie an die Scheibe gelehnt nach hinten, wieder komplett nackt. Neben dir sitzt Ben in einer gleichen Pose, irgendwie total erschlafft, irgendwie wie tot an der Seite. Und du erwachst dort, schlägst die Augen auf, hast auch Gefühle in den Armen und Beinen. Und siehst halt um dich herum ist eigentlich, es flackern so ein bisschen Lichter irgendwie draußen und erhellen so einen unwirklichen, unheimlich weiten Raum, irgendwie ganz viele gläserne Räume, die sich dahinter weiterziehen. Richtiges Ende von wirklich strukturierten Wänden kannst du nicht erkennen. Und mit euch im Raum sitzen noch etliche andere aus der Stadt, den du kennst. Ja, der Schuster, irgendwie die Tänzerin, die erschossen wurde. Mehrere andere Leute, die da einfach auch noch rumliegen, einfach wie weggeworfen. Und du erwachst dort. Sehe ich irgendwie andere, nur die mir Bekannten, oder stehen da irgendwo ganz noch andere? Ganz viele bekannte Gesichter aus der Stadt. Also, aber nur aus der Stadt. Mhm. Keiner, den ich weiß. Okay. Und ich bin nackt. Ja, alle anderen auch. Ich gucke mich mal um. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass man Jesse James nackt sehen will, aber hallo. Ja, ich gucke mich um, ob ich irgendwas finde, womit ich mich bedecken kann. Es ist reiner Glasbau, nichts irgendwie. Unter euch ist so schwarzer Schiefer oder sowas. Ansonsten ist überall Glas. Okay, dann gehe ich zu Ben und versuche ihn wach zu rütteln. Und in diesem Augenblick schlägt auch Ben seine Augen auf und sieht dann den wachrüttelnden, nackten Jesse vor sich. Als allererstes. Und den letzten Eindruck, den du hattest, waren ja diese Typen, die du angreifen wolltest. Jesse? Hast du sie ausgeschaltet? Keine Ahnung. Sie haben mich in... Ich weiß nicht, wo sind wir? Wie geht's Anna? Liegt Anna auch in dem Raum? Nein. Keine Ahnung, hier liegt nur der Schuster rum. Warum liegt er überhaupt hier rum? Und warum bin ich nackt? Und warum bist du nackt? Und wo sind wir? Ich schaue mich erstmal um. Und ja, dieselbe Szenerie. Das ist wohl wahrscheinlich genauso wenig Zuordnung haben wie Anna. Ja. Das muss die Hölle sein. Weiß nicht. Hatte mir die Hölle immer anders vorgestellt. Ja, die Typen liegen hier teilweise mit ziemlich merkwürdig abgespreizten Armen und Beinen, mit Schusswunden, teilweise eingeschlagenen Schädeln. Sie sehen alle ziemlich übel mitgenommen aus. Also ganz viele. Andere haben nur einen kleinen Einschuss oder eine Stichwunde oder. Manche sind auch doppelt. Den Schuster zum Beispiel geht's doppelt. Doppelt? Mhm. Zweimal. Siehst du das auch? Der Schuster ist zweimal da, oder ist das ja, von dem Whisky? Einmal liegt er hinten an der Wand und einmal in der Mitte mit so einem eingeschlagenen Kopf. Aber es ist noch ganz eindeutig erkennbar, dass es der Schuster ist. Ja, ich geh mal dahin. Ich guck mir mal
den Schuster genauer an. Ja, er hat halt so einen eingeschlagenen Kopf und man sieht jetzt auch irgendwie das innen drin. Irgendwie, der hat halt den Kopf so komplett eingedrückt an der einen Seite, sodass so ein Viertel des Kopfes fehlt. Quasi, und innen drin siehst du, also würdest du erwarten, halt irgendwie so eine klaffende Wunde zu entdecken, aber du siehst mehr so ein, ja, irgendwie so ein, das hast du noch nie gesehen, so merkwürdige kleine Schlangen. Könnte man für einen, der Drähte noch nie gesehen hat, beschreiben. Ja. Siehst halt mehr oder weniger auf einer Elektronik, die halt im Kopf ist. Ich wusste ja schon immer, dass der Schuster nicht viel in der Birne hat, aber das, was ist das? Was siehst du denn da? Schlangen. Schlangen. Ja, aber ohne Köpfe. Ja, das Würmchen, ja. Naja, eigentlich eher ein Regenwurm, stimmt schon. Ben guckt auch nach und sieht das auch. Ja, also jetzt gucke ich natürlich auch nach. Ja. Was, Teufel, was ist das? Ich habe keine Ahnung, aber wir sollten dem Ganzen auf den Grund gehen. Scheint ja, der Schuster scheint ja nicht mehr zu leben. Ja, und ihr guckt euch weiter im Raum um und ja, etwas weiter hinten im Raum sind halt etliche Leute, die ihr irgendwie wirklich aus dem Dorf kennt, sitzt auch Victoria zum Beispiel. Die Wand gelehnt mit geöffnetem Brustkorb. Und man sieht nicht Innereien, sondern... Sie haben Vicky auch erwischt. Man sieht keine Innereien, sondern man sieht auf so ein metallenes Skelett, was offen zu Tage getreten ist. Gut, das ist doch nicht Vicky, das ist... Was ist das? Ich weiß auch nicht, aber ich muss hier raus. Ich nehme den Schuster und hämmer ihn volle Pulle gegen die Glasscheibe. Mhm. Ja, macht so Pöng und die scheint ziemlich, also ein normales Glas irgendwie von der normalen Scheibe, die du kennst, die wäre zwischen schon lange zersplittert, aber das hier ist ja irgendwie hart wie Stein. Dagegen. Es gibt so ein ganz dumpfes Pong, als du den Schuster dagegen schmeißt. Es vibriert leicht, so die Wand, aber... Was ist das denn für ein Glas? Gibt es hier irgendwie eine Tür? Kannst keiner erkennen. Dann taste ich erstmal die Wand ab. Ben, pack lieber mit an. Lass uns mal zu zweit den da volle Pulle gegen hämmern. Irgendwie muss okay. Es ja, dann packe ich dann auch mit an und. Ja, Pong, Pong, Pong und. Ja, wir können das hier als Rambock benutzen, das Ding. Ja, macht Jesse ja gerade schon. Immer wieder mit dem Kopf so gegen die. Sehr surreale Szene. Wenn wir jetzt jedes eins nehmen und immer auf die gleiche Stelle. Gehen wir mal wieder rüber zu Elle und Victoria, die bei ihrem Verhör sind und der Typ schüttelt immer noch so mit dem Kopf so irgendwie. Entscheide dich. Entweder du gibst uns einen Ausweg oder wir zeigen dir unseren Weg. Es gibt keinen Ausweg, Kleines. Selbst wenn ihr mich umbringt, kommt ihr nicht mit viel damit weiter. Irgendeiner erwischt euch und nimmt euch auseinander und schmeißt euch weg. Ihr werdet einfach ersetzt. Ihr seid kaputt. Ihr lebt nicht, verdammt. Das ist keine Argumentation, dich am Leben zu lassen, Freundchen. Ihr habt eh vor, mich umzubringen. Ich kann nur hoffen, dass die Statuten irgendwann greifen und ihr es nicht hinkriegt. Was ist das für ein Gerät, das ihr dabei habt? Und ich zeige auf den Rucksack mit dem Rohr. Das ist ein Vakuumgebläse. Ein was? Was zum Saubermachen. Aha. Irgendeiner muss den Scheiße hier wegmachen. Ja, den eure Kunden oder eure Urlauber
jedes Mal veranstalten. Wem sagst du das? Das ist mal mein Job. Tja, Vicky. Wenn das wahr ist, was er sagt und wir sie laufen lassen, dann werden sie uns morgen austauschen. Oder heute. Dann sollten wir sie nicht laufen lassen. Jetzt mal ehrlich, ist euer Leben so scheiße hier? Ich meine, ihr kriegt von allem nichts mit. Oder solltet es nicht mitkriegen? Und werden Tag für Tag erschossen. Ja und, ihr kriegt es ja nicht mit. Natürlich kriegen wir es mit. Es wird dann nur wieder... Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Es ist mir auch egal, wie ihr das macht. Ich will das nicht Tag für Tag erleben, auch wenn ich es wieder vergesse. Und scheinbar vergesse ich es ja nie ganz. Du bist kaputt. Ich finde, du bist viel kaputter. Das stimmt wohl. Warum ist der Bankdirektor jeden immer im Mittagsport, wenn man auf die Bank will? Und warum kommt der Zug jeden Tag eine Minute später? Was? Du guckst in so ein total ausdruckslose, fragendes Gesicht. Wir wissen wohl nicht alles. Tja. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja. Dann sag sie. Schlafmodus? Glückswurf? Ja, wie gesagt, bei der... Sein letztes Wort, sein letzter Versuch. 17. Es hat nicht geklappt. Also, schade, ja. ich habe Versuch wert. Glück groß geschafft. Ja, dann. Ja. Ja. Na, halt ich Mulli Winchester vor die Nase, drück ab. Ja. Auch hier nochmal einen Glückswurf, weil du gegen deine Programmierung verstoßen möchtest. Noch einmal. Oh nein. Nicht geschafft. Ah! Nee, du drückst ab. Was ist los, Al? Ich kann nicht abdrücken. Dann würde ich meine Waffe ziehen und schießen. Oh ja, ganz genau. Knapp, aber mit sicher. 75 geschafft. Ja. Schießt du ihm ins Gesicht und ja, der erschlafft und hinterlässt eine blutende Wunde. Und es gibt einen Stabilitätswurf, weil ich glaube, Victoria hat vorher noch niemand getötet. Ich hab's versucht. Doch, ich habe. Hast du schon mehr vorher jemand getötet? Ich habe nicht umsonst so viel Erfahrung mit Faustwaffen. Ach so, na gut. Trotzdem. Okay. Noch nie so kaltblütig. Oh ja. Nein. Nicht geschafft. Der W4 sagt mir, 2 Punkte gehen flößen. Rechnung okay. Kommt sofort. Was ist los, kaltblütiger Mord? Konntest du es nicht tun? Das ist wohl eine Art, wie nannte er das? Programmierung? Scheiße. Wir müssen das überwinden, wenn wir hier irgendwie heil rauskommen wollen. Wo willst du denn hin, Vicky, wenn wir wirklich, wie er sagt, Maschinen sind, die von ihnen erschaffen wurden? Durch diese Röhre vielleicht. Vielleicht kommen wir da nach draußen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich fühle mich nicht wie eine Maschine. Oder meinst du, es wäre möglich, auf ein Pferd zu steigen und irgendwo hinzureiten? Ich glaube nicht. Ich gucke an mir runter und fasse mich selber an. Und also an den Armen. Und alles noch so, da, wo es hingehört. Ja, so ist doch keine Maschine. Oh nein, so wie du ist sicher keine Maschine. Aber das ist im Moment nicht das Thema. Es gibt für mich nur den Ausweg, dieser Firma ihr Geschäft zu versauern, aber wenn er die Wirklichkeit sagt, würden sie einfach dann das Vergnügungspark Lazy Town einstellen, was unser Ende bedeutet, dann können wir auch ebenso gut die ganze Stadt niederbrennen, was auch unser Ende bedeutet. Aber ich sterbe lieber mit Stolz,
und stehend, als für solche Kreaturen zu buckeln. Aber wenn wir die Stadt zerstören, zerstören wir doch automatisch auch die, die für uns immer Freunde, Menschen, Putzi, Kollegen waren. Sancho. Oh, vor allem Sancho. Das geht ja gar nicht. Nicht, bevor wir nicht den Bankdirektor gesehen haben. Ja, aber wie gesagt, alles, was wir für diese Menschen hier empfinden und über sie zu wissen glauben, wurde von ihnen konstruiert. Das sagt er, aber... Vielleicht hat er auch gelogen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt, wo du es sagst, aber wenn ich dir beide Kniescheiben breche, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du mich noch anlügst. Aber ja. Ich gebe einfach mal meine Zukunft in deine fähigen Hände. Entscheide du, wir werden es tun. Wenn du hier raus willst, gehen wir zur Röhre und versuchen rauszukommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich will zu Jesse und ich will zu Ben und... Na, wenn es so läuft wie morgen, werden Jesse und Ben auf jeden Fall hier auftauchen. Dann könnten wir alle zu viert wegreiten, wenn das möglich ist. Und wenn sie alles vergessen haben? Dann wissen wir, was uns bald blüht. Weil, dass diese beiden Kasper hier verschwunden sind, wird wohl nicht lange unbemerkt bleiben. Weißt du, wenn wir könnten ihre Anzüge anziehen und als dann gut, der Plan. Der eine ist ziemlich rot. Den kann man sauber machen. Die haben doch hier diesen Vakuum, wie auch immer das Ding heißt. Das ist schon super. Wie auch immer es funktioniert, aber man kann es einfach probieren. Außerdem habt ihr noch den Klavierputzlappen. Der Klavierputzlappen. Ja, wenn der nicht hilft, dann weiß ich auch nicht mehr. Alles ja, gehen wir wieder zu Ben und Jesse rüber. Könnt ihr euch ja überlegen, was ihr macht. Ihr prügelt mit dieser Leiche auf die Glasscheibe ein und macht das so lange weiter, bis es irgendwann tatsächlich so weit ist, dass sie einen Riss bekommt und dann weiter und weiter. Und ihr müsst doch zwei, dreimal die Leiche wechseln, die ihr als Rambock benutzt. Aber es funktioniert. Wir müssen ja eigentlich ziemlich erschöpft sein, wenn wir da so lange darauf einprügeln, ne? In der Tat, es ist sehr, sehr anstrengend, und aber ihr schafft es, dass ihr die Glasscheibe irgendwann splittert und einen Bruch bekommt an einer Seite. Aber es ist irgendwie nicht so, dass es irgendwie wirklich Glas ist, das zerspringt oder so, sondern es ist eher so, als würde irgendwas aufreißen, wie so ein Stück Papier, was an einer Stelle aufreißt und so. Ne? Das ist halt Plastik. Hm. Durchsichtiges Papier, das stabil ist wie Stahl. Mhm. Das ist... Aber ihr könnt raus. Ja, wir haben es geschafft, Jesse. Wir können raus. Ja, dann warte, ich will nicht mehr nackt sein. Lass uns mal hier gucken. Das ist irgendwie unangenehm. Nackt vor dir, und ich will dich eigentlich auch nicht nackt sehen. Dann, das darf doch niemandem erzählen. Irgendwas von dieser... Wenn du irgendwem erzählst, dann breche ich dir die Nase. Nur weil deiner kleiner ist als meiner? Ich wusste, dass da eine Diskussion kommt. Ja, nimm doch eine Haut von diesem Ding, das einen Menschen kopiert. Ja, fangt an, die Leute zu häuten. Nein. Ja, mir ist es ja egal. Mir nicht. Garantiert nicht. Lass dich erstmal raus, und dann werden wir schon was finden. Ja, hoffentlich. Geh vor. Ja? Von hinten ist dein Anblick nicht ganz so schlimm. Sehr schön, ja. Ach, findest du? Und dann wackel ich einfach mal mit dem Hintern.
Sehr gut. Und ja, behalt dann auch diesen Möchtegern-Menschen in der Hand. Das ist immer noch besser, als gar nichts zu haben. Man kann ja nur fast noch zuschlagen. Ja, ihr kommt noch an, mehreren Glasräumen vorbei. Einige enthalten merkwürdige Apparaturen, irgendwie so komische Betten oder sonst irgendwas. Und dann seht ihr tatsächlich eine Begrenzung, eine Wand, die solide zu sein scheint. Auch mit einer Tür. Ja, ich versuche die Tür zu öffnen. Ach, warte. Worauf? Vielleicht sind dort Leute hinter. Lass uns erstmal mal lauschen. Wenn da Leute hinter sind, dann lernen sie mich kennen. Horche mal. Ja, mit einer 8 locker gelungen. Du hörst ein merkwürdiges Surren und Sirren. Und was hörst du? Ein Sirren. Also nicht kein Mensch. Von Insekten, aber... Ja, es ist etwas anderes. Ja, vor Mücken habe ich keine Angst. Jesse stößt die Tür auf. Ja. Stößt er die Tür auf und ihr blickt in einen weiteren... Wenn sie sich denn öffnen lässt? Ja, ganz, ganz einfach schwingt sie auf, dass du sie aufmachen möchtest. Und ihr blickt in einen etwas größeren Raum wieder, etwa genauso riesig wie der, aus dem ihr gekommen seid. Nur anstatt von diesen Glasräumen innen drin, seht ihr jetzt mehrere Becken, die mit einer weißen Flüssigkeit gefüllt sind. Und merkwürdige... Mhm. So Arme, die irgendwie an den Seiten sind, die Räder gespannt sind. In diesen Rädern sind wiederum, ja, menschliche Skelette, würdet ihr sagen, aufgespannt, also wie auf so ein Rad gespannt, ne? Könnt ihr euch vorstellen? Kennt ihr diese Zirkusräder, wo die Leute sich so drin bewegen? Hm? Ja. Quasi so ein Rad habt ihr und der ist halt an den zwei Armen oben fest und zwei Beinen unten fest und ist halt da so in der Mitte aufgespannt, also als Skelettform. Und wird immer wieder von diesen Roboterarmen durch diese weiße Suppe geschwenkt. Und jedes Mal, wenn er wieder rauskommt, scheint irgendwie eine Struktur mehr irgendwie auf den Knochen zu sein. Und auf einer anderen Apparatur sieht er, wie so eine schon etwas strukturiertere Person liegt und wie Roboterarme versuchen, so Muskelgewebe nachzubauen und eine Sehne nach der anderen zieht. Das ist quasi die Roboterwerkstatt. Und von anderen Robotern werdet ihr gebaut quasi dort. Sie wollen bestimmt mit diesen Dingern die ganze Stadt ersetzen. Was sind das überhaupt für Dinger? Keine Ahnung, irgendein Teufelswerk. Wir müssen hier raus. Lass uns hier raus. Ja, wir müssen auf jeden Fall raus. Und Victoria und zu Elle. Wir müssen die retten. Wir müssen aus der Stadt raus. Ihr bahnt euch euren Weg weiter durch lange Korridore und merkwürdige Fabrikationshallen. Wo Kisten stehen, aufgetürmt sind. Alles scheint relativ leer zu sein. Ihr seht keinen anderen Menschen sonst irgendwo liegen. Dann kommt ihr irgendwann auf einen ziemlich langen Flur, der etwas anders gestaltet ist als die Flure, in denen ihr bis jetzt euch bewegt habt. Es ist irgendwie heller hier und ist auch die Struktur an den Wänden ist irgendwie besser ausgereift. Und den öffnet die nächste Tür und kommt in so einen Raum rein, auf den Jesse sich besonders freut, den zu sehen, weil überall an der Wand hängen sind so Nischen und wo Hemden und Jacken und Hosen aufgehängt sind. Und auch so eine komplette Wand nur mit ganz vielen verschiedenen Hüten. In der Mitte sind Vitrinen, wo irgendwie Waffen drin liegen, Messer, Colts, Gewehre. Also ja, wunderbar. Unmöglich, also könnt ihr euch ausstatten, wie ihr möchtet dort. Also auch anziehen, ne? Wie ihr wollt. Ja, ich gucke, dass ich mich so anziehe, wie ich mich immer anziehe. Also. Jetzt findest du, es ist alles im Wildwest-Stil, was da an Klamotten hängt. Während er sich anzieht, nehme ich erstmal eine Waffe an mich. Ja. Das ist mir gerade erstmal wichtiger. Also auch Munition ist auch da? Ja, alles da. Gut, das.
Und am Ende dieses Raumes, also es gibt einmal die Tür, durch die ihr gekommen seid, und an der anderen Ende gibt es so eine Tür, die sich abhebt vom Raum quasi. Es ist so, sieht so aus wie, während die anderen Türen halt alle in so ziemlich schlicht waren und glatt und aus diesem merkwürdigen Material, ist dieses hier irgendwie eine Tür, die eine sein könnte, die in eure Welt passt. Was so gar nicht zu der Wand passt, in die sie verbaut ist. Weil die Wand ist noch so total glatt und strukturlos. Ja. Und diese Tür ist quasi so eine Western-Tür in einer ganz normalen Wand. Und fällt deswegen so auf. Ja, nachdem ich einen Colt genommen habe, lass uns durch die Tür gehen, Ben. Ja. Lass uns lieber aber noch eine Ersatzwaffe mitnehmen und mehr Munition. Vielleicht müssen wir uns da richtig durchschießen. Ach, ich brauche nur 6 Schuss. Du meinst? Damit treffe ich mindestens 12. Ja, Jesse Williams. Ja. Und ihr dreht... Ich nehme halt eine Flinte in die Hand und die andere halt auf den Rücken. Ja. Also ihr und stattet euch komplett aus... tretet dann, also öffnet diese Tür und man hat irgendwie diesen Eindruck, als ob dir so einem hellen Licht entgegengeht. Tretet durch die Tür durch und befindet euch, als ihr ruhig getreten seid, in einem Eisenbahnwaggon. Und wir gehen wieder zurück zu Al und Victoria. Ja, was meinst du, Vicky? Ja, gut, dann lass es uns versuchen. Und sie versucht eben, die Sachen auszuziehen. Ja, also ist kein Problem, die könnt ihr den Leuten ausziehen. Für Victoria werden die teilweise ein bisschen zu groß sein. Aber vielleicht die von dem Asiaten würde am besten noch passen, aber... Ein Glück, die nicht zu geblutete. Ich besorge mal einen Eimer und Lappen und wisch den Krempel sauber. Ja. Ist dieses Rohr, was da an dem Teil dran ist, irgendwie lang genug, dass man da ein Gewehr reinschieben kann? Ja, aber nicht breit genug. Ja, nicht breit genug. Okay. Ja, gut. Dann würde ich halt die Klamotten anziehen, Helm anziehen, halt Pistolen besorgen von irgendwelchen Leuten draußen, die hier rumstehen und die halt in der Kleidung irgendwie verstecken. Ja, gibt's genug. Dann los, Kleines, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir sollten, bevor wir aufbrechen, eventuell noch den neuesten Erkenntnissen als Notizen hinterlassen, falls wir morgen nicht mehr wir selbst sind. Das ist eine gute Idee. Ich schreibe es schnell auf und bringe es nach oben. Ja. Und damit würde sie zum Tresen gehen, würde da den Stift nehmen und ein Papier, das aufschreiben, zusammenfalten und dann oben in ihrem Zimmer in dem Versteck unter den Dielen verstauen. Dann würde sie sich halt auch das alles, also nach unten gehen, das alles anziehen und die Waffe irgendwo griffbereit, aber doch versteckt verstauen. Sie hat ja so eine kleine Feuerwaffe. Und würde dann, haben die so eine Kapuzen, diese Overalls? Nee, keine Kapuzen, die haben diese Helme haben die gehabt. Achso, dann würde ich mir noch die Haare irgendwie so zusammen machen, dass die vielleicht nicht unter dem Helm vorgucken. Ja. Konnte man die Gesichter durch die Helme sehen? Oder nee, war konnte man nicht. Perfekt. Ja, dann tun wir mal so, als wenn wir welche von denen wären. Ich gucke nochmal an unseren Klamotten gegenseitig runter, ob man irgendwie Spuren sieht von Blut, von keine Ahnung was. Ja, so richtig sauber hast du es nicht bekommen, aber auf die Schnelle muss es gehen. Ja, dann draußen nochmal mit Straßenstaub einreiben irgendwie. Ja, genau. Mhm. Gut, dann Richtung Röhre. Ja. Ihr stellt euch quasi in diese Röhre hinein. Und da unter euch ist alles schwarz, es geht quasi so ein Tick nach vorne, aber ihr fallt nicht runter oder so. Und dann bleibt einfach stehen und dann bemerkt ihr, oh, der Boden ist auch irgendwie aus diesem Glas. Sehr eigenartig und es geht tief, tief, tief runter irgendwie ins Schwarz. Und dann steht ihr da und irgendwie als Victoria dann eingetreten ist, wird automatisch hinter euch gibt es ein Sirren und einen Luftzug.
Und als Victoria sich rumdreht und kurz die Hand so ein bisschen nach ausstreckt, ist auch der Weg wieder zu, aus dem ihr gekommen seid. Kann man nicht sehen, aber jetzt, oh, das doch ist Glas, ne? Es ist halt so durchsichtig, dass man es kaum wahrnehmen kann. Und dann rumpelt es und ja, ihr bewegt euch nach unten. Und über euch schließt sich die Erde aus, wieder zusammen. Wie gesagt, kein Zurück mehr. Während Ben und Jesse sich das Zugwaggon-Teil betreten, hinter sich die Tür schließen, auch hier gibt es ein Sirren und ein Pfeifen. Und man merkt, dass sich der Zug irgendwie in Bewegung setzt. Und ja, vor euch ist ein leeres Zugabteil, wie ihr es schon öfter mal gesehen habt, im Wild-West-Stil gehalten. Und ihr schaut nach draußen, das ist die Prärie zu sehen. Und der Zug fährt durch diese Prärie. Ist, wenn ihr so nach außen, nach hinten guckt, könnt ihr auch da nur Prärie erkennen. Und ihr fahrt quasi und auf einmal klappt oben aus der Decke so ein Bildschirm runter. Und eine in weiß gekleidete Frau ist zu sehen. Willkommen in Lazy Town, der besten Freizeitaktivität, die Sie jemals erleben werden. Und dann bekommt ihr eine Einführung, was es alles gibt. Erleben Sie Abenteuer. Erleben Sie exotische Tänzerinnen und Abenteuer mit dem L, dem Schmied. Und auch messen Sie sich mit Jesse Williams, dem größten Revolverhelden, den es jemals gegeben hat. Und so weiter. Helfen Sie Ben Thomas auf und seiner Frau bei der Beseitigung der schweren Seuche. Und so weiter. Erleben Sie Abenteuer, wie Sie sie noch nie. Und so weiter. Das ist eine komische Zeitung. Ihr seht quasi einen Trailer eures kleinen Dorfes. Ja, mir wird das irgendwann zu viel und ich schieße einfach in dieses Ding rein, wo aus dem die Frau rausredet. Funken stieben. Und ja, der Zug bewegt sich. Vergnügung! Wir sind doch keine Dinger, wir sind Menschen. Zumindest wissen Sie, wer Jesse ist. Sehr schön, ja. Das Einzige ist, was dich interessiert. Ja, und ja, bei Elle und Victoria geht es weiter. Ihr landet in einem dieser weitläufigen Räume, die ich eben bei Ben und Jesse auch schon beschrieben habe. Sehr, sehr leer. Irgendwie überall diese Glaskästen. Tretet ihr dann raus und versucht euch zu orientieren. Noch ihr könnt diese verschiedenen Hallen alle durchschreiten. Es ist überall leer. Und dann seht ihr auf einmal halt auch diesen einen Raum, der mit der gesplitterten Scheibe. Mit den vielen Leichen drin. Und Elle und du entdeckst auch dort die Leiche von Victoria da drin liegen. Mit geöffnetem Brustkasten. Zweimal den Schuster. Der eine Schuster ist ziemlich böse hergerichtet, so abgeknickten Kopf und so komplett breiig. Bei den neuen Höllen. Er hat die Wahrheit gesagt. Und dann in der nächsten Halle halt die Fabrikationshalle mit den Roboterarmen, wo die Roboter hergestellt werden. Der eine ist schon fast fertig und hat irgendwie das Aussehen von L. Oh nein, mein Freund. Oh nein. Der ist in so einem Gestell festgemacht, ja, oder genau, was? Ja, er ist auf so einem Gestell, genau. Kann man das Gestell bewegen oder komme ich da den Typen dran? Kommst du dran, ja. Keine Ahnung. Ich habe ja mein Gewehr nicht mehr, verdammt. Ach, was soll's, dann machen sie halt einen neuen. Das ist schon ein eigenartiges Gefühl. Nochmal böse anfunkeln. Ein neues Du zu sehen. Du bist. Sehen wir auch einen Jesse oder einen Ben? Gibt's gerade nicht, nee. Oder zumindest sind die noch nicht so weit fortgeschritten. Ja, ihr nehmt aber allerdings einen anderen Weg als Jesse und Ben.
Ihr kommt in so eine große, irgendwann in eine große Eingangshalle und könnt nach draußen sehen, tatsächlich. Auch hier sind große so Fernseher aufgehängt, also ihr wisst nicht, was Fernseher sind, aber auch hier läuft dieser Lazy Town Trailer. Erleben Sie die Abenteuer und ne, messen Sie sich mit Jesse Williams und so weiter. Und es ist aber alles komplett leer. Und ihr könnt nach draußen sehen und seht diese Wolkenkratzer draußen, diese merkwürdigen Stahldinger, also Autos, die draußen fahren, draußen stehen. Eine riesige Menschenmenge, die draußen steht. Blaulichter, die blinken. Und tretet vor die große Fensterscheibe und seht diese Menschenmenge, die da draußen steht. Reporter, Presse, Polizei. Seht Absperrband. Und das Letzte, was ihr hört, ist ein... Da sind sie! Wir haben uns erkannt. Während Ben und Jesse wieder zurück mit dem Zug fahren nach Lazy Town, wie immer eine Minute später ankommen und den Zug verlasst und ihr seht, ja, ihr werdet behandelt wie Greenhorns, als er aus dem Zug steigt, irgendwie der Zeitungsjunge kommt irgendwie zu Ben an, hier Extrablatt und so weiter, nimmst die Zeitung und siehst dann irgendwie Schießerei, irgendwie genau die gleichen Schlagzeilen, nur halt ein Datum weiter. Kennst du uns denn nicht? Nein. Ich bin's, Ben, der Barkeeper. Ja, wir haben einen Barkeeper, der Ben heißt, genau. Der ist im Saloon. Der Saloon kann ich euch nur empfehlen. Und es ist irgendwie total strange, weil kein Mensch scheint euch zu erkennen. Jesse Williams wird nicht erkannt. Jesse, lass uns in den Saloon gehen. Ich kann ja nicht gleichzeitig hier sein Und mit Blick auf die Uhr kürze ich das Ganze mal ein bisschen ab. Ihr wandelt die Straße entlang. Jesse erkennt irgendwann an die Straße herunter sein eigenes Ich auf dem Pferd sitzen. Wie er irgendwie mit stolz geschwellter Brust am Sheriff vorbeireitet, Richtung Bank. Und Ben läuft Richtung Saloon, guckt durchs Fenster und sieht tatsächlich drin sein eigenes Ich, wie es beim Gläserputzen ist, und herüber guckt auf die Bühne, wo Victoria gerade einen Tanz aufführt und Fuzzi, der irgendwie in die Tasten haut. Jesse läuft vorbei am Schmied L. Brown, wie er gerade ein Hufeisen schmiedet. Es ist so, als wärt ihr niemals Teil dieser Gesellschaft gewesen. Und an dieser Stelle endet dann dieses kleine Abenteuer. Und was ist, wenn wir uns quasi selbst ansprechen? Ja, die agieren ganz normal und behandeln euch wie Fremde, wie Greenhorns. Auch wenn man darauf hinweist, dass man genauso aussieht und so, dass man ja... Ja, die weichen dann, machen ausweichende Gesten, ach ja, witzig, und scheinen das dann irgendwie eine Sekunde später wieder vergessen zu haben, dass sie darauf hinweist. Okay. Reagieren da einfach nicht drauf. Es ist so, als wenn ihr sie ansprecht und sie einfach auf bestimmte Sachen nicht reagieren. Denn so sind sie eigentlich programmiert. Alles, was so aus der realen Welt kommt, wird einfach ignoriert. Aber ihr habt die Programmierung durchbrochen und zwei von euch sind jetzt in der realen Welt angekommen, zwei wieder auf dem Rückweg nach Lazy Town. Ich fand das Szenario ganz, ganz putzig. Ist aus der Serie, wenn ihr die gucken wollt, Westworld. Kommt okay. Momentan in den USA. Wird bestimmt auch in ein paar Monaten auch hier in Deutschland zu sehen sein. Gibt auch einen Film aus den 70ern, glaube ich, der diese Story erzählt. Ist ein bisschen anders als das, was hier passiert, aber die Idee kam halt von da. Und ja. Ich hoffe, es hat den Spielerinnen und Spielerinnen gefallen. Oh ja. War wieder ein bisschen anders, so das Cthulhu, als man es sonst so kennt. Kein Monster, das man jagen muss. Außer dem eigenen selbst vielleicht, dass man sich überwindet, auf einmal Leute ins Gesicht zu schießen und abzuschlachten. Oder wie L gerade seine eigene Stadt abzufackeln. Ne? Es ist schon was mit einem da passiert. Oder wenn man wie Jesse seinen eigenen Tod durchlebt. Ja?
Sehr cool, ja. Schon sehr, also ich finde, solche Sachen sind einfach schön, dass man die auch mal durchspielen kann. Ja, auf jeden Fall, war was anderes. Und ja, ich hatte, wie wahrscheinlich auch einige meiner Mitspieler, daran gedacht, dass sondern erst so ein Zurück-durch-die-Zukunft-Effekt, Quatsch hier, also Grüßes Murmeltier-Effekt irgendwie so ist oder so. Mhm. Dass wir nun irgendwie Roboter sind, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja, ist doch ganz schön, dass man erst am Ende dann drauf kommt. Das ist ja auch langweilig ein bisschen. Ja, irgendwann schon. Ich wusste nur nicht, wie ich das verpacken soll, weil das hätte ja mein Charakter niemals gewusst. Ja, genau. Das, ist ja auch gerade das, womit man spielen kann, so ein bisschen. Ne? Also dafür ist Rollenspiel ja auch da, sich mal in solche Situationen zu bringen. Und bei Cthulhu sind es manchmal einfach auch so Extremsituationen. Ja. Sich sowas vorzustellen, wie man reagieren würde, wenn das so wäre. Und ich finde, das gerade macht das Rollenspiel manchmal aus. Passiert übrigens viel zu selten in unserer Gesellschaft, dass Leute sich in solche Situationen mal hineindenken. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr Rollen spielen, Leute. Auf jeden Fall. Ja, ich fand es sehr, sehr schön gespielt von allen Beteiligten. War eine sehr, sehr schöne Runde. Ist dann an dieser Stelle auch erstmal vorbei, weil es ein One- oder beziehungsweise jetzt Two-Shot war. Ob es dann in eine weitere ideenreiche Staffel Quali für Taken geht, das steht dann in den Sternen. Wenn die großen Alten es wollen, dann werden wir zurückkehren in irgendeiner Konstellation. Wenn nicht, dann nicht. Es gibt noch sehr, sehr viele andere tolle Streams, die sich mit Cthulhu, DSA, World of Darkness oder sonst irgendwelchen coolen Rollenspielsystemen befassen. Schaut mal auf dem Nordpol vorbei. Unten im Ticker läuft die Adresse durch. Und da findet ihr in so einem Kalender, wo es jeden Tag fast neue tolle Sachen gibt. Zum Beispiel auch vom guten Mischka. Der ist da ganz, ganz aktiv momentan. Ja, jetzt ganz neu System, was sich Serio und Joe ausgedacht haben. Die alten Familien kann ich nur sehr empfehlen. Ja, darf ich nicht gucken. Darfst du nicht gucken? Es wurde mir verboten. Sollst du irgendwann mitspielen? Definitiv. Und auf Mischas Cast-Kanal findet man mittlerweile auch das erste Mal mich leiten. Ganz genau, in Cthulhu. Die Fahrt ins Eis, auch ganz toll. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Von daher überlasse ich jetzt noch einmal das Wort an euch, wenn ihr noch was zu sagen habt. Wenn nicht, dann bedanke ich mich bei euch und ich sage schon mal Tschüss und ihr habt das letzte Wort. Ja, es war diesmal nicht so das Gruseln an sich, aber sehr philosophisch zum Nachdenken anregend. Wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre jetzt selbst so irgendwie in der Lage, stellt fest, man wird eigentlich nur gelenkt und dient dem Vergnügen anderer. Dienen wir nicht alle dem Vergnügen anderer? Das ist die nächste philosophische Frage, ja. No. Ja, von mir erstmal auf jeden Fall ein großes Dank an den großen alten Koala für die coole Runde. Wie gesagt, Cthulhu auf einem anderen Level, beziehungsweise Wild West hatte ich auch noch nie. Und jetzt Wild West Future World Crossover, auf jeden Fall sehr, sehr coole Idee. Kommt ja nicht von mir. Ja, aber trotzdem, du hast es einfach gemacht, ne? Und ja, auf jeden Fall danke dafür und auch natürlich danke an meine Mitspieler. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin total begeistert. Ich finde es ganz toll, wie du die Geschichte rüberbringst und was du dir da hast einfallen lassen oder abgeguckt hast, wie auch immer du es ausdrücken möchtest. Gut geklaut ist immer besser als gar nicht gemacht. Genau. Und also ich fand es ganz toll und würde gern mal wieder bei dir mitspielen. Also diese Lobhudelei. Ich fand's scheiße. Zu wenig genau, Jesse Williams. Genau. Ich bin halt Jesse Williams und ich finde alles scheiße, deswegen. Nein, war gut. Hat Spaß gemacht, definitiv. Auch wenn Jesse ist gestorben. Ja, nicht wirklich. Naja. Irgendwie doch. Ja, irgendwie schon. Und irgendwie auch wieder nicht. Aber läuft. Ja.
Man kann ja auch nicht alle Tage jemanden mit einem Spielertod konfrontieren, ohne dass es große Konsequenzen hat, dass man sich einen neuen Charakter bauen muss. Das ist ein großer Vorteil dieses Cthulhu-Systems. Ja. Oder dieses Szenarios, ja. Jetzt habe ich doch wieder das letzte Wort. Und das letzte Wort ist... Wie Paranoia, nur anders, ne? Ein bisschen. Das letzte Wort ist Schlafmodus.